Ja, ich bin Heino Fritzen von der Fleisch.
So, hallo. Ja, kann wieder losgehen. Herzlich willkommen zur zweiten Online-Weinprobe vom Weingut Brixius. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Wir haben dieses Mal wieder sehr viele Anfragen bekommen und ja, sind auf großes Interesse an unserer zweiten Probe gestoßen. Und das freut uns natürlich ungemein. Und so können wir sogar heute noch ein paar Leute mehr vor den ja, als Zuschauer begrüßen, als das bei der ersten Online-Weinprobe der Fall war. Ja, wir haben wieder wir haben sehr viele Zuschauer dabei, die auch bei der ersten Weinprobe mit dabei waren. Also herzlich willkommen, ihr Wiederholungstäter. Freut uns besonders, dass ihr wieder mit dabei wart und einen schönen Abend mit uns hier verbringen wollt. Wir haben auch ja, ehemalige Schulfreunde von Christina und mir mit dabei, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben, die jetzt aber durch die Online-Weinprobe dann nochmal mit uns in Kontakt gekommen sind und auch heute Abend mit dabei sind. Also herzlich willkommen. Und natürlich haben wir viele Stammkunden mit dabei, die das Weingut sowieso schon kennen und die auch teilweise jetzt an dem Wochenende oder am nächsten Wochenende hier gewesen wären und dann jetzt auf diese Weise dann mit uns in Kontakt sind. Wie sich die Zuschauer verteilen in Deutschland, das schauen wir uns nachher noch genauer auf einer Karte an. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal direkt in die Materie ein. Ihr hattet dieses Mal bei der Weinprobe ja die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Paketen. Einmal ein Paket, das eher trocken feinherb war und dann noch ein Paket, was eher feinherb fruchtsüß ausgelegt war. Damit wollten wir so eine kleine Anregung von der ersten Online-Weinprobe aufgreifen und eurem persönlichen Geschmack dann noch ein bisschen näher kommen. Ja, ich würde sagen, wir machen direkt mal die beiden Weine auf, die wir uns zur Begrüßung gedacht hatten. Das ist zum einen mal aus dem Paket Feiner Fruchtsüß unser Brisecco Rosé. So, ich mache mal die Kapsel runter und öffne die Flasche hier mit unserem Kellnermesser. Das ist einfach ein Kronkorken, der drauf ist. Und wie ihr gehört habt, es macht etwas plupp. Der Sekko hat also einen leichten Kohlensäuredruck und ist dann also ein besonders fruchtiges, leichtes und frisches Trinkvergnügen. Also wunderbar für einen Start in den Abend. So, schenke ich also schon mal ein. Und ich hätte natürlich gerne jetzt mit meiner Frau Christina angestoßen. Die bringt aber noch gerade unsere Kleine ins Bett und wird dann hoffentlich gleich auch dazu stoßen, bevor der Sekko warm geworden ist. In der Zwischenzeit mache ich dann schon mal die Flasche Sekt auf. Das ist unsere Pinot Cuvée. Das ist also ein Winzersekt, klassische Flaschengärung, hergestellt aus Grauburgunder und Spätburgunder. Es sind also zwei Burgunder-Rebsorten mit drin. Und daher leitet sich auch der Name Pinot Burgunder, Pinot Cuvée ab. Das ist also eine Bezeichnung, die nur beim Sekt verwendet werden darf und bei einem Wein nicht zur Anwendung kommen darf. Für den Sekt habe ich mir natürlich ein schönes Sektglas besorgt. Beim Sekko kann man das auch verwenden. Sekko schmeckt aber auch sehr gut aus einem ganz normalen Weinglas. So, dann lassen wir den Korken. Sollen wir ihn fliegen lassen? Ja, wir lassen mal gucken. Gucken, was kommt. Ah, nee, wollte nicht richtig fliegen. Aber trotzdem, man hat schon gehört, der Plupp war wesentlich lauter als bei dem Sekko. Das heißt also, der Sekt hat in der Flasche einen höheren Druck. Das erkläre ich aber gleich nochmal ein bisschen genauer. Ja, dann würde ich sagen, stoßen wir doch einfach mal auf einen schönen Abend an. Zum Wohl, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wichtig für den Erfolg des Abends wird wieder sein, dass ihr ganz fleißig die Kommentarfunktion bei Facebook und bei YouTube nutzt. Und wir haben natürlich auch wieder unseren Social Media und Technikbeauftragten Benedikt mit an Bord. Benedikt, willst du einfach mal kurz nach vorne kommen? Ja, hi Benne, schön, hi, dass du da bist.
Benedikt wird also wieder eure Kommentare, Anregungen, Hinweise, Kritik im Auge behalten und uns, falls was Akutes euch unter den Nägeln brennt, sofort Bescheid geben. Und ansonsten würde er einfach mal eine Zeit lang, vielleicht bis zum nächsten Wein, die Kommentare sammeln und dann hier vor die Kamera kommen. Benedikt, wie sieht bisher aus mit den Kommentaren? Gab es ja eigentlich nur so Sachen wie zum Wohl oder so. Also Okay. so richtig Fragen wurde jetzt noch nicht so Ja, geschrieben. also Also Leute sind bisher in habe ich jetzt noch nicht Trinklaune. gesehen. Okay, ja super. Hört sich gut an. Bei der Premiere unserer Online-Weinprobe vor 2 Wochen hatten wir leichte Probleme. Da lief ja zum Beispiel der Facebook-Stream nicht. Das lag ganz einfach an Privatsphäre-Einstellungen. Dieses Mal müsste er aber online sein. Geht. Aber ich denke, dass 90% sowieso bei YouTube zuschauen. Der Wie viele Zuschauer? Facebook-Livestream geht aber. Ja. Momentan sind wir bei, glaube ich, machen so 110 Zuschauern. Und bei Facebook 18. Ah ja, Also, super. das Okay, ist cool. relativ. Ja, wunderbar. Klasse. Ja, Benedikt, wir stellen jetzt mal Seedings vor, wie beim letzten Mal auch. Genau. Vielleicht kannst du dann schon mal den Link gerade in den Jo, kann Kommentar ich. reinposten, damit die Leute das auch finden. Genau. Also, wir wollen wieder mit euch über eine Website ein bisschen in Kontakt kommen und uns mit euch austauschen. Und zwar, das ist die Website seatings.com und dann /Brix-Riesling. Der Benedikt schreibt das jetzt auch nochmal in die Kommentare bei Facebook und bei YouTube mit rein. Wenn ihr also in einem Browser, egal ob auf dem Handy oder auf dem Laptop oder auf dem Tablet, seatings.com/Brix-Riesling eingebt, dann müsstet ihr jetzt unser Weingut Brixius-Logo angezeigt bekommen. Und das ist ein Tool, das wir nutzen, um euch einfach Fragen zu stellen, um euch ein Bild zu zeigen. Benedikt, soll ich nochmal einblenden? Okay, also ich blende nochmal gerade ein. Seetings mit Zeetings.com/Brix-Riesling. Und ja, da fangen wir gleich mal mit einer Frage an, die ihr dann beantworten könnt. Und wir können uns dann hier das Ergebnis anschauen und uns dann ja, über eure Antworten freuen. So, dann blende ich doch die erste mal ein. Ja, genau. Also die erste Frage so mal zum Test lautet einfach: Habt ihr Bock auf eine geile Weinprobe? Gebt mal euer Urteil ab. Daumen hoch, Daumen runter. Einer hat schon Daumen hoch gegeben. Sehr gut. Ja, in der Zwischenzeit möchte ich euch aber noch mal gerade ein paar Kleinigkeiten zum Sekt und zum Sekko erklären. Ich fange einfach mal mit dem Sekko an. Wie wir schon gesagt haben, das ist halt eine ja, frische, fruchtige Angelegenheit, die halt mit etwas Kohlensäure versetzt ist, aber bei weitem nicht so kräftig sprudelt wie ein richtiger Sekt. Aber trotzdem ist das halt was sehr Lebendiges und bringt so die Lebensgeister noch mal ein bisschen in Schwung und macht einen bereit für einen schönen Abend. Das hier ist dann unser Sekko Rosé. Ein etwas süßerer Perlwein, der aus der Rebsorte Dornfelder hergestellt ist. Daher auch die kräftig leuchtende rote Farbe. Dornfelder ist ja auch als Rotwein sehr farbintensiv, sehr dunkel, hat leichte lilane Reflexe. Und das sehen wir hier also in etwas abgeminderter Form in dem Rosé. Ja, und auch im Geschmack. Halt die Süße ist hier schon etwas dominanter wie bei einem feinherben Wein und ja, gibt aber zusammen mit der Kohlensäure ein schönes Spiel, wirkt nicht zu süß. Also wenn wir einen Wein hätten mit diesem Restsüßegehalt, der würde, ohne dass die Kohlensäure natürlich mit dabei ist, sehr viel süßer schmecken. Die Kohlensäure macht den Wein also etwas herber, etwas trockener im Geschmack und natürlich sehr viel lebendiger. Ja, von den Aromen her, schöne Erdbeeraromen, etwas Sauerkirsch, also so eine ganz schöne, fruchtige, frische Angelegenheit. Ja, und ich habe gesehen,
Meine Frau, die Christina, ist inzwischen auch da und will natürlich auch sofort hier vorne mit dabei kommen. Christina, komm mal rein. Hi. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ich will natürlich einen Sekt haben. Hallo. Ich hab da schon eine eingeschenkt. Ah, okay. Ja, also ich kann ja nicht alles alleine trinken. Ich ist ein bin bisschen, so happy, dass ich es jetzt noch geschafft habe, zum Sekt zu kommen. Also ein Hallo an alle. Und Manuel, ja, ich freue mich auf den Abend mit dir und Benedikt und mit euch da draußen auf eine tolle Weinprobe. Die Viktoria schläft jetzt und schlummert hoffentlich die ganze Nacht. Mal schauen. Bei der letzten Online-Weinprobe hat das nie so gut geklappt. Aber ich bin guter Dinge und freue mich auf einen lustigen Abend mit euch. Und ja, also zum Wohlsein. Prost. Zum Wohl. Ja, dann will ich direkt die Gelegenheit nutzen und auch was zu unserem Pinot-Cuvée sagen, zu unserem Winzersekt. Im Vergleich zum Sekko ist der Sekt also ein wesentlich oder hat der Sekt ein wesentlich aufwendigeres Herstellungsverfahren hinter sich. Und um einen Sekt zu machen, sind also viele Arbeitsschritte zusätzlich nötig. Und der Sekt braucht auch eine gewisse Reifedauer, bis er dann fertig ist für den Markt. Benedikt, kurze Zwischenfrage. Ja, und zwar wurde von Christian Seuss geschrieben, ob ihr was zum Hintergrund sagen könntet. Ah ja, können wir gleich gerne machen. Dann, ich mach schnell den Sekt fertig und dann kannst du ein bisschen was zum Hintergrund sagen. Genau, klar. Seatings haben wir schon vorgestellt. Wunderbar. Die erste Frage ist schon online. Ich habe nur überlegt, ob ich es noch ein bisschen hochhalte, damit das ja, die so geht's, ne? Diejenigen, die das noch nicht eintippen konnten, vielleicht jetzt noch tun können. Weil, ja, 51 haben sich bisher angemeldet, also macht ruhig mit bei diesem Tool und gebt es über den Browser ein und dann könnt ihr auch unsere Fragerunden mit beantworten. Es sind ein paar lustige Fragen für den späteren Zeitpunkt mit dabei. Genau, aber erstmal wieder zurück zum Sekt. Also ich habe den jetzt ja auch im Glas. Ich gebe den dir gerne mal rüber, weil sicherlich willst du ja auch was zu den Aromen oder auch generell zu der Sektbereitung sagen. Ja, klar. Ist ja ganz was anderes als so ein Sekko, ja. Also beides hat, ja, hat so gewisse Punkte, Herausstellungsmerkmale. Aber der Sekt ist für mich immer wieder ein Highlight. Ja, und um diesen Sekt dann auch auf die Flasche zu bekommen, sind, wie ich eben schon gesagt habe, viele Arbeitsschritte notwendig. Zum einen wird erstmal ganz normal der Grundwein bereitet, aus dem der Sekt dann später entsteht. Und das Geheimnis in der Sektbereitung liegt in der sogenannten zweiten Gärung. Das heißt, der Wein, aus dem der Sekt hergestellt wird, kommt in genau diese eine Flasche hier, die ich jetzt in der Hand habe. Und der Wein wird dann nochmal mit etwas Zucker und etwas Hefe versetzt. Und die Flasche wird mit einem Kronkorken verschlossen. Das ist also dann noch nicht der endgültige Verschluss, den wir eben hier auf der Flasche drauf hatten, sondern einfach ein Kronkorken, der diesen großen Druck, der dann in der Flasche entsteht, aushalten soll. Und durch die Hefe und durch die Saccharose, durch den Zucker, der in dem Wein dann nochmal mit zugesetzt wurde, kann dann die zweite alkoholische Gärung starten und dadurch wird der Zucker, der zugegeben ist, wird vergoren. Der ist dann nachher also nicht mehr im Sekt enthalten, aber aus dem Zucker entsteht natürlich Alkohol und CO2, Kohlensäure. Das heißt, der Wein, der für den Sekt genutzt werden sollte, sollte nicht allzu stark sein im Alkohol, damit dieser zusätzliche Alkohol, der gebildet wird, nachher den Sekt nicht zu stark macht, damit er keine 13, 14 oder 15 Volumenprozent hat. Wenn die Gärung läuft, merkt man in der Flasche, dass der Druck langsam ansteigt und ein Sekt muss also mindestens 3 Bar haben. Das hier ist jetzt ein klassischer Winzersekt, das ist nochmal eine andere Bezeichnung, etwas höherwertig. Da muss er 3,5 Bar haben und bis maximal 6 Bar sind da erlaubt beim Sekt. Aber die meisten liegen so zwischen 3 und 4 Bar. Das ist also so der übliche Wert, weil würde man einen höheren Druck haben, mehr CO2, würde das ja auch bedeuten, dass man etwas mehr Alkohol wiederbekommen würde. Und das soll ja nicht der Fall sein. Hier sind wir jetzt bei 12,5 Volumenprozent, haben also Grauburgunder und Spätburgunder Trauben ausgesucht, die nicht ganz so süß waren, die nicht ganz so viel Alkohol halt bei der ersten alkoholischen Bildung, bei der ersten alkoholischen Gärung gebildet haben, damit das Ganze ein harmonischer Trinkgenuss ist. Und Ich spiele jetzt hier denjenigen, der mal so einfach die paar dummen Fragen stellt. Warum ist das jetzt kein Champagner oder
Ist das ein Champagner? Also vom, was unterscheidet das vielleicht? Vom, von der Herstellung her ist es genau dasselbe wie ein Champagner. Aber Champagner ist natürlich ein Begriff, der zur Champagne gehört, zu dieser Region in Frankreich. Und den die für die, die Kollegen dort vor Ort sehr gut gearbeitet haben und schon seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten da eine tolle Tradition aufgebaut haben. Und der Begriff ist also dann für die Kollegen aus der Champagne vorgesehen. Ein Champagner besteht immer aus bestimmten Rebsorten. Da ist ein ganz hoher Anteil an roten Rebsorten drin. Und das ist ja auch bei diesem Sekt hier der Fall. Hier haben wir ja einen Anteil von Spätburgunder mit drin, also von einer roten Traube. Diese Trauben wurden dann allerdings hell gekeltert, dass keine Farbe aus den Beerenschalen in den Wein mit übergeht. Und so haben wir dann also einen weißen Sekt von einer roten Traube. Der größere Anteil ist aber tatsächlich von einer Weißweintraube, vom Grauburgunder. Und das ist dann einfach, ja, diese Pinot-Cuvée, die halt einen ganz besonders weichen Charakter hat und dem Sekt dann auch gegenüber dem Riesling-Sekt nochmal einen anderen Charakter verleiht. Also wenn wir hier reinriechen, da merken wir also schon die schöne Frucht, die von den Burgunder-Rebsorten mit herkommt, etwas Birne und Pfirsicharomen. Und dazu kommt dann aber auch das ganze Aromapotenzial, was halt durch die zweite alkoholische Gärung dem Sekt mitgegeben wird. Und das sind halt, gerade am Gaumen merkt man das. Das ist ein sehr toller Schmelz, eine Cremigkeit. Das sind etwas Brioche, also brotige Aromen, die da mit dazukommen. Und das gibt dann also zusammen mit der Frucht, die von dem Grundwein herkommt, dann eine schöne Kombination. Ein Sekt muss, wenn er klassische Flaschengärung ist, also hier in der Flasche hergestellt wurde, mindestens 9 Monate lagern nach der zweiten alkoholischen Gärung, damit er sich Sekt nennen darf. Also die Zeit spielt dann eine wichtige Rolle, damit das ein harmonisches Produkt gibt. Und diesen Sekt hier haben wir aber 2 Jahre liegen lassen, also oder reifen lassen. Das ist also jetzt vom Jahrgang 2016. Also das ist jetzt kein Überbleibsel, sondern das wurde bewusst 2 Jahre lang reifen gelassen und ist halt jetzt der aktuelle Jahrgang im Vertrieb. Benedikt, noch ein kleiner Kommentar. Ja, einmal, wie viel Bar Druck hält eine Flasche aus und wie lange hält sich der Sekt ungeöffnet in der Flasche? Ja, also die Flaschen sind, glaube ich, auf 7 oder 8 Bar ausgelegt. Da ist natürlich viel Glas verarbeitet und es ist eine sehr stabile Flasche. Und was war die zweite Frage? Wie lange der Sekt sich hält. Ja. Also, ja. Auf dem, willst du da was zu sagen? Wir waren mal in der Champagne und hatten da mal das Glück, ganz viele Champagnerhäuser zu besichtigen. Das war eine ganz lustige Tour für uns zwei, auch so ein bisschen eine Feldstudie, wenn man so möchte. Und da hat man natürlich auch ganz viel darüber gelernt. Beim zweiten Sekthaus konnte man dann schon alle Fragen beantworten. Das war auch so eine klassische Frage, sage ich jetzt mal, wie lange hält sich so ein Sekt? Und zwar, wenn er noch auf dem Hefelager ist, also Surlis heißt das dann in Französisch, dann hält der sich ewig. Also es gibt noch heute Sekte, die sind mehr als 100 Jahre alt, wurden vielleicht unter der Erde vergraben, an einem ruhigen Ort. Und die kann man immer noch degorgieren, also von der Hefe trennen und dann wirklich als Sekt noch genießen. Also das geht. Bei diesem Sekt... der ist jetzt aber nicht mehr Surlis, ja? Also er hat jetzt ja die zweite Gärung vollzogen und das Hefelager wurde entfernt und entsprechend dann nochmal verkorkt, der Wein. Und in diesem Zustand, da kenne ich jetzt gar nicht die Antwort, aber da sollte man ihn schon so innerhalb von 2, 3 Jahren, denke ich mal, sogar genießen. Eher ein bisschen eher, würde ich sagen. Okay. Also ich würde jetzt einen Sekt 1 bis 1,5 Jahre maximal liegen lassen nach dem Kauf. Und wir achten also darauf, dass, wenn der Sekt bereit ist zum Verkauf, dass wir dann erstmal nur eine kleine Menge degorgieren, also nur einen kleinen Teil von dem Sekt verkaufsfertig machen, die Hefe dort aus dem Sekt entfernen, den Korken und das Drahtgestell, die Agraffe oben drauf machen. Und denn wenn die Hefe weg ist, dann beginnen
Oxidationsprozesse, wie das bei einem normalen Wein auch der Fall ist. Und dann sollte der Sekt doch relativ schnell dann getrunken sein, 1,5 Jahre. Also wenn ihr eine Flasche Sekt bekommt, legt sie nicht auf Seite, sondern trinkt sie wirklich in der nächsten Zeit, weil halt auch über eine lange Lagerdauer auch natürlich der Druck abnimmt. Daran merkt man immer am ehesten, dass ein Sekt etwas über seine Zeit hinaus ist, wenn der Druck nicht mehr so stark ist. Aber Christina, eben kam ja noch die Frage, ein bisschen was zu unserer Umgebung hier zu erzählen. Ja, das kann ich gerne übernehmen. Also vorhin hätte man meinen können, wir sind hier nahe der Autobahn. Also es sind schon ein paar Autos vorbeigerauscht. Ich hoffe, das hat unseren Ton nicht zu sehr beeinträchtigt. Beim Test hat es ganz gut geklappt. Also hinter uns sieht man eigentlich, ist das ein Blick aufs Liesertal, wenn man so möchte. Im Hintergrund fließt nämlich der kleine Fluss, die Lieser, ein Zufluss zur Mosel, der hier aus der Eifel herunterfließt und in Lieser, im Ort Lieser, in die Mosel mündet. Und das sind sozusagen da, wo diese ganzen Bäume sich befinden, könnte man die Lieser plätschern hören. Wir hören es jetzt nicht, aber als zuletzt halt zum Beispiel auch ein sehr, sehr hohes Wasser vorlag, da hat man das natürlich sehr deutlich gehört. Dann glaube ich, seht ihr auch noch ein bisschen von unserem Winzerhaus. Also das Weingut ist, glaube ich, auch zu sehen. Hier, rechte Hand. Und das ist eigentlich ein Gebäude, auf das wir sehr stolz sind, denn dieses Gebäude, also unser Wohnhaus, auch das Wirtschaftshaus, wenn man so möchte, mit dem darunterliegenden Keller, wo unsere Weine bereitet werden, das ist schon 150 Jahre alt, glaube ich, 151 Jahre jetzt dieses Jahr schon, also letztes Jahr großer Geburtstag. Und in diesem Haus dürfen wir jetzt in siebter Winzergeneration darf Manuel Wein bereiten. Wir dürfen halt jetzt auch dort leben, nachfolgend auf unsere Schwiegereltern. Und wir sind vor 3 Jahren hier eingezogen und fühlen uns pudelwohl. Das verschlossene Fenster, was ihr seht, das gehört der Victoria. Ich glaube, das sieht man auch, da wo die Rollladen runter sind. Da schläft die jetzt gerade und ich hoffe, dass sie das auch weiter tut. Das ist sozusagen der Hintergrund. Wir wollten euch einfach ein bisschen teilhaben lassen an unsere schöne Aussicht hier von der Terrasse, von der Vinothek aus. Denn das ist einfach ein Platz, ein Lieblingsplatz, ein Platz zum Wohlfühlen, wenn man sich hier auf der Terrasse setzt oder auch stehend ein Gläschen Wein genießt, kann man halt ins Liesertal runterschauen. Linke Hand das Haus, rechte Hand noch einer unserer Weinberge, direkt hier neben dem Haus, nämlich ein Dornfelder, den wir hier anbauen und an dem man auch quasi live erklären kann, wie Wein angebaut wird. Und da wollten wir euch einfach ein bisschen teilhaben lassen euch zeigen, welcher toller Blick sich uns hier eröffnet. Benedikt, gib noch einen Kommentar. Zwei sogar zum Sekt, und zwar, wo wird die Hefe in der Flasche entfernt? Wie würde ich es jetzt deuten, weil wird bestimmt, wo wir die Hefe in der Flasche entfernen, aber ich denke mal, das heißt so. Und wie lange der Sekt sich hält, wenn er geöffnet wurde. Ja. Und super. Ich hatte den Sekt eben, als ihr gesagt habt, dass ein Sekt sich ewig hält, mit Käse verglichen. Okay. Ich meine, Käse wird ewig gelagert. Ja, ne? Alles Gute hält sich auch lang. Genau. Ich habe hier auch extra mal einen Sektverschluss mitgebracht. Das ist also ein Verschluss, der hier über den Kopf der Flasche drüber gestülpt werden kann und der dann also auch den Druck, der jetzt noch drin ist, wunderbar erhält, stellt den Sekt kalt, denn klar, wenn er kalt ist, bleibt die Kohlensäure gebunden in dem Sekt hält sich dann auch länger. Also ab damit in den Kühlschrank, nachdem er hier diesen Sektverschluss drauf gemacht habt, wenn ihr keinen im Haushalt habt. Da gibt es richtig schöne Exemplare, eignet sich wunderbar als Geschenk. Zum Degorgieren, zum Abtrennen der Hefe nach der zweiten alkoholischen Gärung, das ist eine sehr gute Frage, die habe ich nämlich auch noch gar nicht erklärt. Das ist ein Prozess, der mit dem sogenannten Rütteln des Sektes eingeleitet wird. Ich kann mal eine Flasche holen gehen. Ja, mach mal. Dann genau, kannst du richtig. Das erklären. Und ich erkläre in der Zwischenzeit noch mal ganz schnell was zu den Goodies, weil ich merke, wir verquatschen uns hier schon wieder ein bisschen. Ist schon 8:30 und wir sind noch beim ersten Wein. Wir wollen euch ja nicht verdursten lassen. Wie wird die
Genau, wie wird die Hefe entfernt? Das erklären wir dann gleich. Ich will aber noch ganz kurz noch mal was zu den beiden Paketen sagen. Wir hatten ja, ihr hattet ja die Auswahl zwischen Trocken-Feinherb und Feinherb-Fruchtsüß. Was aber bei beiden Paketen dann gleich war, egal was ihr bestellt habt, habt ihr auf jeden Fall Pralinen mit dabei. Einmal hier Zartbitterpralinen vom Café Raatzen, die nachher wunderbar zum Rotwein passen. Und zur Riesling-Spätlese, zum fruchtsüßen Wein, haben wir eine Schokopraline mit weißer Schokolade drin, mit weißer Schokolade dabei. Und was die Füllung angeht hier, dieser Praline, da kommen wir nachher noch mit dazu, wenn wir den Wein dann auch verkosten. Zudem haben wir natürlich noch wieder was Leckeres von der Fleischerei Fritzen mit dabei hier bei uns aus dem Ort. Der Heino hat uns eine leckere Wildsalami mit dazu gepackt. Er hat sie uns halt auch empfohlen zum Wein. Beim letzten Mal hatten wir einen Wildschweinschinken und jetzt haben wir halt eine leckere Wildsalami, die wir dann gleich zum Rivana, zum Weißburgunder, wenn wir zu den nächsten Weinen kommen, dann auch verkosten werden. Ja, zum Degorgieren noch ganz schnell. Wenn die zweite alkoholische Gärung rum ist, ist ja noch dieser Kronkorken auf der Sektflasche mit drauf und wie ich eben schon gesagt habe, die Hefe muss erstmal abgerüttelt werden. Die Flasche liegt also bei der alkoholischen Gärung und wenn die vorbei ist, setzt sich die Hefe hier unten am Flaschenrand ab. Und die Flasche wird dann über einen Zeitraum von circa 2 Wochen gerüttelt. Das heißt, sie wird erstmal waagerecht in einen Rüttelpult reingestellt und dann jeden Tag ein bisschen gedreht und ein bisschen aufrechter hingestellt, sodass also dieses Hefedepot, was sich hier gebildet hat, langsam in die Flaschenschulter reinwandert und in den Flaschenhals bis ganz vorne zum bis zum Kronkorken. Und wenn dann nach diesen 2 Wochen die Flasche etwa so steht im Regal, dann kann also der Hals eingefroren werden. Das wird mit einem Kältebad, mit einem Sohlebad wird das gemacht, dass also diese ersten 3-4 cm vom Flaschenhals eingefroren werden. Dann wird der Kronkorken geöffnet und durch den Druck, der in der Flasche ja ist, durch die mindestens 3 Bar, fliegt also dieser Eispfropfen, der sich gebildet hat, mit der Hefe raus und die Flasche wird aufrecht hingestellt und dann sofort mit dem Korken verschlossen. Und so hat man dann also die Hefe erst gesammelt im Flaschenhals und dann durch das Einfrieren kontrolliert rausgeschossen, sodass da auch keine Hefe mehr in dem Sekt mit drin ist und dann halt hier ein blankes Produkt dann in der Flasche ist. Ja, das ist so der Kniff hinter der ganzen Sache und da gibt es auch tolle Videos bei YouTube zu, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Der Benedikt, oder Benedikt, komm doch einfach mal gerade nochmal nach vorne. Kann ich gleich mal, kann ich die Gelegenheit nutzen, um den Wunsch von einem hinzukommen, mein neues Handy zu zeigen. Ja, ich meine, hatte eben einer gewollt, ein A40, ohne jetzt als Product Placement das zu benutzen. Jedenfalls, ob das der Opa, also Hans Hugo, ja, mit dem Traktor war gerade eben. Und wie schnell der steilste Winger, also beziehungsweise der steilste Hang ist und ob man da noch mit dem Traktor reinfahren kann. Ja, also das war nicht der Opa, der Hans Hugo, der hat auch Feierabend und sitzt vorm Fernseher und schaut sich auch diese Weinprobe an, hallo. Dieser Traktor, der da vorbeigefahren ist, das ist aber so ein Schlepper, mit dem man bei uns hier durch die Weinbergsreihen durchfahren kann, mit dem wir die Weinberge bewirtschaften. Aber das geht natürlich nur bis zu einer gewissen Steigung und irgendwo bei 30-35% Hangneigung ist da Schluss. Da können wir nicht mehr mit Maschinen arbeiten oder mit diesen Maschinen arbeiten. Da brauchen wir spezielle Raupenfahrzeuge und auch wesentlich mehr Handarbeit. Und bei uns im Betrieb ist das eine Mischung aus Weinbergen, die wir mit dem Schlepper bewirtschaften können und Weinbergen, die dann halt mehr von Hand bearbeitet werden, richtige Steillagen, wo man gutes Schuhwerk braucht, wo wir schon mal gefragt werden, ob wir da nicht uns anseilen müssen in den Weinbergen. Aber das ist alles noch so zu machen. Aber ist natürlich in den Steillagen schon ein größerer Aufwand und natürlich auch sehr viel anstrengender. Ich denke, jetzt hier langsam wird es draußen ein bisschen dunkel. Wir haben uns also vorgenommen,
wieder in die Winothek reinzugehen und uns da ein bisschen vors Feuer zu setzen und mit euch dann weiter die Weinprobe in der Winothek dann zu machen. Und wir haben uns was Neues überlegt hier für die zweite Weinprobe. Und zwar ist es ja so, dass wenn wir hier eine Veranstaltung haben im Weingut, dass da das Thema Musik immer eine große Rolle spielt. Auf jedem Straßenfest ist Musik mit dabei. An Pfingsten haben wir ein oder zwei Musikgruppen immer hier auf unserem Hoffest, die dann also auch viele Fans mitbringen. Und haben wir schon viele tolle Abende gehabt. Und auch bei privaten Veranstaltungen, die wir hier schon hatten, war Musik also immer mit dabei, und da haben wir schon oft bis in die Morgenstunden auch hier getanzt in der Winothek. Das war also immer sehr lustig, und da haben wir uns gedacht, warum nicht auch, warum nicht auch heute Abend ein bisschen Musik mit ins Spiel bringen. Und da war direkt unser lieber Nachbar Timo sofort Feuer und Flamme, war mit dabei. Der spielt schon ewig Gitarre und macht das auch sehr gut. Und der hat einen guten Freund, den Steff. Und die beiden hätten sowieso auch an Pfingsten hier uns den Samstagabend ein bisschen versüßen sollen mit ein bisschen akustischer Gitarrenmusik und ein bisschen Gesang mit dabei. Die haben einen tollen Musikgeschmack, der sich auch zufälligerweise mit meinem und Christinas Musikgeschmack relativ gut deckt. Und so sind wir also auch direkt mit dabei gewesen, als die beiden gesagt haben, hey, wir könnten noch ein bisschen was spielen für euch. Also, das haben wir dann auch schon gemacht. Die beiden haben sich zusammengefunden nach den Corona-Regeln in einer schönen alten Winzerscheune beim Steff und bei der Andrea zu Hause und haben dort, wo auch schon viele Weinproben stattgefunden haben, einfach uns mal ein paar schöne Lieder eingespielt. Und den Anfang machen sie mit High and Dry. Das ist ein ganz cooler Song von Radiohead. Benne, dann spiel den doch einfach mal ab. Jo. Prost. Prost, ne? Gell? Prost. Prost euch auch. Wir machen ein bisschen Musik. Zwar nicht live, aber live aus unserer Scheune. Und yes. Wir wünschen euch viel Spaß bei der ganzen Nummer hier. Auf jeden. Wir haben auch extra nicht viel geübt. Von daher. Ne? Richtig. Kill yourself to never ever stop. You've broken another mirror. You're turning into something you are not. Be the one screaming.
Hallo, jawohl, wir sind wieder so. Da. Yay. Entschuldigung. Sehr gut. Kleine technische Schwierigkeiten. Ja, also wir haben uns draußen leider ein bisschen verquatscht. Wir gehen jetzt mal direkt zum ersten trockenen Wein über, da wir ja die beiden Pakete haben und nicht jeder Wein so paarweise verkostet werden kann, wie wir das eben mit dem Sekko und dem Sekt gemacht haben, ziehen wir jetzt mal ganz schnell unseren trockenen Rivana in die Probe und die Zuschauer, die den Feinherben und Fruchtsüßen, die das Feinherbe Fruchtsüße Paket gewählt haben, die können sich noch gerade einen kleinen Moment länger mit dem mit unserem Rosé Sekko beschäftigen. Wir kommen dann also gleich zum Weißburgunder Feinherb, den wir dann wieder gemeinsam verkosten. Gut, also, lass uns mal unseren trockenen Rivana probieren. Das ist so für den Einstieg in den Abend eigentlich ein schöner Wein, weil ein Rivana ja auch ein etwas leichterer Wein ist von seinem Charakter her, von der Aromenintensität, von der Power, die er mitbringt, ist er halt eher etwas leichter und einfach dann auch ein schöner Genuss so in den Abend rein und gerade dann auch zu einer Brotzeit, wie wir es jetzt ja hier haben mit Spundekäse und mit der Wildsalami, ist das ein schöner Genuss. Christina, ich schenke dir mal einen kleinen Schluck ein. Genau, hier wird schon ganz, also ich habe jetzt mal diese diesen Chat in Seatings habe ich jetzt einfach mal auch euch aufs Handy gegeben. Hier wird nämlich auch schon gefragt, was ist denn Nummer 2? Wir wollen Nummer 2 trinken. Genau, also für das trockene Paket ist das der Rivana, den der Manuel uns jetzt eingeschenkt hat. Und für das liebliche Paket ist das der Weißburgunder. Ist das richtig, Manuel? Genau, den verkosten wir dann aber gleich zusammen oder gemeinsam alle beiden Gruppen zusammen aber verkosten gleich den Weißburgunder. Für die, die jetzt keine Lust mehr oder die den Sekt schon leer getrunken haben oder den Sekko, in dem Fall ist das ja der Sekko, die den Sekko schon leer getrunken haben. Der Weißburgunder ist die Nummer 2. Testet ihr schon mal vor, weil wir wollen nachher auch noch mal fragen, wonach der denn so schmeckt. Also überlegt euch schon mal so ein paar Stichworte zu dem Weißburgunder. Vielleicht auch gerade zu der Seatings-Umfrage, die wir vorhin gestartet haben. Also schön, dass ihr da mitmacht.
100% von euch haben natürlich Bock auf eine geile Online-Weinprobe. Wer hätte was anderes erwartet? Nutzt einfach dieses Tool, das ist ganz lustig. Ich schaue parallel auf den Chat und Benedikt beobachtet Facebook und YouTube, damit natürlich auch ein bisschen Interaktion aufkommt und wir hier einen gemeinsamen Abend erleben, weil das ist ja unser hehres Ziel. Aber jetzt gerade vielleicht zum Rivana. Bitte schön, Manuel. Genau, dann probieren wir den nochmal. Zum Wohl. Ja. Und ein Rivana ist halt immer etwas Schönes, Frisches, Fruchtiges. Da kommen aber auch schon mal Aromen von Muskat zum Beispiel mit. Das ist auch was ganz Typisches für Müller-Thurgau. Wenn ich jetzt Rivana und Müller-Thurgau schon mal durcheinander sage, liegt das einfach daran, dass das zwei Begriffe sind für ein und dieselbe Traube, für ein und dieselbe Rebsorte. Man kann also die Rebsorte Rivana auch Müller-Thurgau nennen oder umgedreht. Das sind einfach zwei Begriffe, die sich eingebürgert haben. Genauso ist das beim Grauburgunder zum Beispiel, den wir ja eben im Sekt mit drin hatten, der wird in Baden auch oft Ruländer genannt. Also das gibt es öfters, dass sich da zwei verschiedene Namen für eine und dieselbe Rebsorte durchgesetzt haben. Bei Müller-Thurgau ist es so, dass man den auch Rivana nennen kann. Oftmals ist das einfach, sind das so regionale Begriffe, die sich dann auch dann etwas weitläufiger durchgesetzt haben. Ja, und der Rivana hat bei uns so trocken ausgebaut, schon seit vielen Jahren seine Freunde gefunden und viele, die immer wieder gerne zum Rivana greifen. Vom Alkohol her sind wir hier auch bei 12,5 Volumenprozent, also von daher ist der Körper schon da, aber es ist halt einfach ein Wein, der zu etwas leichteren Gerichten dann auch passt, weil er halt einfach nicht so eine riesen Aromenfülle und so eine riesen Kraft mitbringt, dass er dann diese etwas leichteren Gerichte dann auch erschlagen würde. Also passt gut zum Fisch, passt gut zum Spargel. Und das ist also ein toller Wein jetzt so auch für das Frühjahr einfach. Die beiden Namen Müller-Thurgau und Rivana haben auch eine Herkunft. Zum einen Müller-Thurgau. Der Name kommt von dem Züchter, der diese Rebsorte gekreuzt hat. Das ist also eine relativ junge Rebsorte, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Geisenheim, wo ich ja auch studiert habe an der Forschungsanstalt, entwickelt wurde, gekreuzt wurde. Und der Mann, der diese Kreuzung vorgenommen hat, das war halt der Professor Müller aus dem Schweizer Kanton Thurgau. Daher der Name Müller-Thurgau und der Professor hat sich nachher auch Müller-Thurgau genannt als Doppelname. Es gibt auch eine Müller-Thurgau-Straße in Geisenheim, also der ist ganz berühmt in der Weinwelt. Und der Name Rivana kommt daher, dass der Müller-Thurgau damals vermerkt hatte in seinem Laborbuch, dass diese neue Rebe, die er gekreuzt hat, dass das eine Kreuzung aus Riesling und Silvaner gewesen wäre. Das stimmt aber gar nicht, aber der Name Rivana, Riesling, Silvana, der hat sich halt gehalten und man hat also in den 60er Jahren schon rausgefunden, dass das gar nicht stimmt, dass da was anderes mit drin ist und kein Silvana und heute weiß man halt genau, wie sich das damals zusammengesetzt hat, aber man muss den Herrn auch so ein bisschen in Schutz nehmen, weil wenn die in der Züchtungsforschung eine neue Rebsorte entwickeln, da machen die Hunderte oder Tausende von kleinen Sämlingen, die sie dann hochziehen und da kann dann im Laborbuch auch schon mal was durcheinander gehen. Selbst uns ist ja auch was heute durcheinander gegangen, das habe ich eben in den Kommentaren bei Facebook gesehen. Lieber Frank, liebe Bruni, ich glaube, ihr guckt zu und wir haben ganz vergessen, euch ein Paket zu senden für die neue Weinprobe. Ich melde mich morgen mal bei euch, dann können wir das mal kurz bequatschen. Tut uns auf jeden Fall sehr leid, dass das durchgegangen ist. Ansonsten noch ganz kurz zu den Weinpaketen, was ich eben vergessen hatte. Wir haben auch Bilder bekommen, wo dann die Pralinen, die wir mitgeschickt haben, leider etwas zerquetscht angekommen sind. Das tut uns auch sehr leid, dass wir das nicht besser hinbekommen haben, die im Karton da zu schützen, dass die dann heil bei euch angekommen sind. Aber ich hoffe, dass der Großteil von euch die Pralinen dann doch in einem unversehrten Zustand genießen kann. Aber ich glaube, es war 1%, was uns da
sozusagen an Paketen leider für uns vielleicht auch, ja. Aber um jeden tut es natürlich leid. Nein, es tut es natürlich leid und sorry dafür. Also, meine Güte, hier passiert ganz viel. Also ich lese das einfach mal parallel mit. Hier wird schon gefragt, wann wird endlich der Rotwein dekantiert? Ich war bei der ersten Weinprobe dabei und möchte das gerne nochmal sehen. Okay, kommt gleich. Aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal weitermachen für die Lieblichtrinker, oder? Ja, genau. Wie sehe auf ich jeden das? Fall. Damit die nicht zu kurz kommen. Wie gesagt, wir hatten uns halt das überlegt, dass man gerne ein liebliches und ein trockenes Paket auswählen kann, weil da wir das ja mit dem Weingut eigentlich genauso machen. Man versucht natürlich sehr auf die Geschmäcker einzugehen, weil wir ja hier sind und auch alles vor Ort haben, kann man das natürlich sehr individuell machen. Und wenn dann eine Weinprobe hier ist, dann haben wir es ganz häufig so, dass wir dann einfach anbieten, okay, der nächste Wein, das ist jetzt unser Basis-Riesling-Wein, möchten Sie denn lieber in einer trockenen Ausführung oder lieber in einer feinherben, lieblichen Ausführung? Und deshalb kam dann die Idee auf, zwei Pakete zu schnüren, ein liebliches, ein trockenes. Und genauso wollen wir halt dann auch ein bisschen den Abend durchleben, dass wir halt immer so ein bisschen auf die lieblicheren eingehen und auch auf die trockeneren. Und der nächste Wein, das wäre dann halt der Weißburgunder Feinherb, also wieder ein feinherber Wein. Manchmal kommt ja auch so ein bisschen die Frage auf, was ist Feinherb überhaupt? Da kann der Manuel vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Jetzt sind unsere Gläser natürlich noch gefüllt. Soll ich mal noch neue Gläser holen? Oder nee, wie vielleicht wir das machen? Meine Idee wäre, Benedikt, hast du noch mal Lust, gerade nach vorne zu kommen und ein paar Kommentare hier zum Besten zu geben? Vielleicht kommen da ja auch noch ein paar Anregungen. Christina hat ja wirklich nur die Kommentare von Seatings im Blick und Benedikt dann Facebook und YouTube. Und ich gehe mal was zum Zurückgießen holen und vielleicht kannst du noch was zum Spundekäse sagen, haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Okay. Und dann wird aber dekantiert, versprochen. Eieiei, also ganz viele Punkte auf unserer Agenda. Parallel wurde auch gefragt, wann gibt es denn endlich die Salami? Also greift ruhig zu. Jetzt zu dem Trockenen und dem Feinherben Weißburgunder ist einfach das Essen jetzt perfekt. Also es passt einfach hervorragend. Die Wildschweinsalami, ich habe es seit Mittag schon mal probiert, die ist sehr intensiv. Ja, also genießt die ruhig zu diesen trockenen Weinen. Generell passt Wein natürlich immer zum Essen. Geht natürlich auch alleine. Der Spundekäse immer noch mal so eine kleine Zugabe. Was Leckeres zum Dippen. Ich habe den hier auch mal für uns vorbereitet. Ne? Der Benedikt kennt das schon. Ich habe hier so ein Wegglas gefüllt mit meiner Portion Spundekäse. Und Benedikt, letztes Mal bist du zu kurz gekommen, was den Schinken angeht. Ja, gut. Gleich, wenn wir hier durch sind, nimmst du natürlich mal ein schönes zwei, drei Scheiben Salami natürlich mit. Aber was gibt's denn noch so in den sozialen Medien? Aber es kam einmal, dass die Lieferung und der Zustand der Lieferung praktisch, also eigentlich super und pünktlich war. Deshalb gut, war das, sehr wie gesagt, nicht so bei vielen Leuten. Was wollte ich noch gerade sagen? Mir fällt es nicht mehr ein. Achso, ich hoffe jetzt mal, der Dekanter stellt Manuel diesmal richtig direkt so hin, dass wir nicht mehr verschieben müssen. Weil ich meine, hat man mehr Zeit, um über Wein zu reden, schlussendlich. Und ich weiß, es ist jetzt nicht so für alle uns gerichtet, aber kamen sehr große Komplimente für die Salami, weil die sehr lecker schmeckt und auch zum Wein natürlich, dass der gut passt. Wunderbar. Dann, Benedikt, greift zu. Ja, ja. Zu Salami, also das Eins. Lob erreicht den Metzger auch direkt. Ist im Chat. Der Heino ist erstens im Chat und zweitens schaut er auch wieder zu. Er macht die Weinprobe nochmal mit. Also Heino, schön, dass du dabei bist. Das führt sogar schon so weit, dass die Victoria mittlerweile schon sagen kann, Heino, also sie sagt tatsächlich schon Heino, weil wir natürlich gerne auch in eurer Metzgerei einkaufen und kam das jetzt irgendwie so zustande, dass wir halt immer sagten, ja, Victoria, wo gibt's denn die Wurst? Und dann sagt sie, Heino, also das klappt schon mal ganz gut. also die Wurst greift jetzt zu und genießt sie. Natürlich kann man sie auch
online beim Heino bestellen. Für diejenigen, die hier nicht um die Ecke wohnen, die anderen sind herzlich eingeladen, beim nächsten Besuch bei uns auch mal zur Metzgerei, bei der Metzgerei vorbeizuschauen. Wir arbeiten ja auch selber sehr häufig mit der Fleischerei Fritzen zusammen, sei es bei unserem Hoffest hier an Pfingsten oder auch zu vielen, vielen Familienfeiern, die wir hier in der Winothek ausrichten. Und da könnt ihr gerne einfach mal vorbeischauen. Und ja, er ist auch medial aktiv, könnt ihr auch folgen sicherlich. Und genau, jetzt aber erstmal genießen, zurücklehnen und die Salami mit Spundenkäse und Brot gerne genießen. Und natürlich mit dem Wein. Also Christina, stoßen wir mal an. Probieren wir mal den Weißburgunder Feinherb. Und der Weißburgunder, oder eben kam ja die Frage auch nach dem Begriff Feinherb. Und wenn er jetzt hier reinschmeckt, merkt ihr ja, dass der Wein eine gewisse Süße hat. Der ist auf jeden Fall nicht mehr trocken, sondern hat einen etwas höheren Restsüßegehalt. Schmeckt aber auch noch nicht wirklich süß. Und dieser Begriff Feinherb ist relativ weit gespannt in der Weinwelt. Also das geht los von Weinen, die gerade so etwas mehr Restsüße haben als ein trockener Wein, die also noch recht herb schmecken, bis hin zu Weinen, die dann doch schon ja, so eine leicht schmeckbare Süße haben. Das ist dann so das obere Ende der Feinherbskala. Und hier mit dem Weißburgunder sind wir eher auf der Richtung, ja, oder in der Nähe der trockenen Weine. Das ist also ein Wein, der deswegen auch noch wunderbar hier zum Essen passt und nicht zu süß ist dann für sowas Herzhaftes hier. Und ich hoffe, dass er auch den Trockentrinker noch schmeckt und dann halt auch für die es eher ein bisschen fruchtsüß haben, dann auch schon ein guter Genuss ist. Benedikt, noch eine Frage? Ja, keine Frage. Und zwar, ob man eine Pinkelpause gibt, damit man nichts verpasst. Pinkelpause haben wir keine eingeplant. Da müsst ihr durchhalten. aber auch nicht weniger trinken ist ein Dilemma, ich weiß. Gleich kommt auch noch mal ein bisschen Musik. Vielleicht habt ihr da Zeit. Das zweite Lied ist, glaube ich, 3 Minuten 30. Kriegt ihr hin. Aber jetzt erstmal zum Weißburgunder. Wir hatten eben schon den Grauburgunder in unserem Sekt. Wir haben gleich noch einen Spätburgunder. Also ihr merkt, auch an der Mosel ist nicht nur Riesling angesagt. Riesling ist zwar im Anbau und vom Bekanntheitsgrad und vom Verkauf her absolut die Nummer 1. Das ist unser Aushängeschild, zu dem wir auch weiterhin stehen. Aber natürlich haben wir auch andere Rebsorten im Angebot. Den Müller-Thurgau-Rivaner, den wir eben schon hatten, den haben wir schon sehr lange im Anbau. Das ging also hier an der Mosel so in den 60er, 70er Jahren los. Der Weißburgunder, das ist also für die Mosel jetzt eine etwas neuere Rebsorte, die so in den 90er Jahren langsam aufkam und dann so ab den 2000er Jahren eigentlich sich gut etabliert hat. Und auch hier bei uns im Weingut ist er jetzt schon einige Jahre mit dabei. Und wir bieten die dann halt hier Feinherb an, aber auch trocken ausgebaut gibt es den Weißburgunder bei uns im Haus. Und was die Weißburgunder bei uns, die beiden, aber immer gemeinsam haben, ist, dass sie im Barriquefass vergoren sind. Die haben also ganz leicht Holz gesehen. Die haben einige Wochen in neuen Barriquefässern, in neuen Holzfässern verbracht. Und diese Holzfässer sind ja nicht sehr groß, nur 225 Liter groß. Und die geben durch die große Oberfläche, die sie dann halt auf dieses relativ kleine Volumina umgerechnet haben, geben die einen recht intensiven Holzgeschmack an den Weißburgunder ab. Da wir den Wein aber nur 4-5 Wochen in dem Fass lassen, ist dieser Einfluss noch nicht sehr stark. Also man merkt das am Gaumen, dass er dadurch ein bisschen kräftiger wird, ein bisschen mehr Länge bekommt, ein bisschen mehr Schmelz bekommt. Aber in der Nase ist er immer noch fruchtig und jetzt nicht stark holzgeprägt. Dieses starke Holzaroma würden wir also erst bekommen, wenn der ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr oder länger in diesen Holzfässern liegt. Und da sind diese 4-5 Wochen, die wir haben, sind natürlich wirklich ein kurzer Zeitraum. Aber es gibt dem Wein nochmal so einen ganz leichten anderen Charakter mit. Und das ist eigentlich das, was wir wollen, weil sich dadurch dann auch der Weißburgunder
vom Typ her, von der Art her, nochmal von unseren Rieslingen unterscheidet, die halt nicht im Barrique-Fass ausgebaut worden sind. Aber vielleicht, Benedikt, könntest du jetzt mal kurz das Video vom Heino einspielen? Wir haben nämlich von unserem Metzger haben wir auch ein kleines Video gemacht und er wollte gerne ein paar Worte an euch richten und was zur Wildsalami erklären und das möchten wir euch natürlich jetzt gerne zeigen. Ja, ich bin Heino Fritzen von der Fleischerei Fritzen in Maring-Noviant. Unser Betrieb hat sich auf Wildspezialitäten spezialisiert. Mit unserem Wildgewerk versuchen wir hauptsächlich Wild von der Mosel zu vermarkten. Ja, wir sind natürlich froh, dass wir auch bei der zweiten Online-Weinprobe des Weingut Brixius wieder dabei sind. Bei der ersten Weinprobe haben wir unseren Wildschweinschinken präsentiert. Und diesmal sind wir mit unserer Wildsalami dabei. Die Salami habe ich selbst hergestellt, das Wild auch zum Teil selbst geschossen. Ich gehe auch zur Jagd. Und ja, Wild passt natürlich wunderbar zum Wein. Einmal da, wo der Wein wächst, ist natürlich auch unser Wild unterwegs. Und zum anderen helfen wir dadurch, dass wir das Wild verwerten, natürlich auch den Winzern ein wenig den Schaden, den das Wild zum Teil auch anrichtet, ein wenig zu begrenzen. Ja, wir haben schon viele Veranstaltungen hier mit Brixius zusammen gemacht und diese Online-Weinprobe ist ein neues, tolles Format und wir hoffen, dass es auch irgendwann wieder mit unseren Veranstaltungen wie Straßenfest und Hoffest weitergehen kann. Ich wünsche der Veranstaltung noch einen tollen Verlauf, lasst es euch gut schmecken und vielleicht sehen wir uns irgendwann hier an der Mosel. Bis dann, ciao. So, ja, Heino, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir das Video zu drehen und wir sind froh, dass wir das mit dir machen konnten. Vielen Dank. So, Christina, du wolltest den nächsten Punkt machen? Genau, wir haben auch mal gerade die Pause genutzt, um ins Brot zu beißen. Ich hatte parallel jetzt schon mal angeworfen auf Seatings, also für die, die das vielleicht auch nochmal eintippen wollen, hier ist nochmal der Link dazu. Auf Seatings angeworfen, wonach schmeckt für euch denn der Weißburgunder? Wenn ihr das mal in einem Wort darstellen könntet oder eintippen könntet, dann entsteht da so eine Word Cloud. Ich sehe schon, viele, viele von euch haben mit abgestimmt. Viele schreiben leicht, nach Sommer, Frühling, sommerlich, Pfirsich, Zitronik, oberlecker, mega geil steht da sogar. Ich weiß nicht, ob das andere Leute auch so schreiben. Hat der Manuel geschrieben? Nein. Lebensfreude, also ganz viele tolle Worte, die ihr in den Weißburgunder rein interpretiert oder naja, wonach er für euch schmeckt. Denn Geschmack ist ja einfach bekanntlich subjektiv und mit dieser Word Cloud wollten wir einfach mal so ein bisschen eure Meinung dazu abgreifen. Also tragt das ruhig gerne ein. Genau, dann übergebe ich nochmal an den Manuel, denn der zeigt euch jetzt, wie man Rotwein dekantiert. Also auf geht's, jetzt kann man ja was lernen. Wir sind spät dran für den Rotwein, den hätten wir besser schon vor einer Viertelstunde gemacht, weil der sollte schon so eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit haben zum Dekantieren, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja, also Rotwein, Paket 1. Ich komme erstmal hier zum Spätburgunder und dann zu dem trockenen Wein. Das ist ein Wein, der ist aus dem Jahrgang 2018, hat also bei uns so ein knappes, ja, oder so ein Dreivierteljahr im großen Holzfass gelegen. Ein kleiner Teil des Weins hat auch im Barriquefass gelegen, hat also diesen etwas intensiveren Holzgeschmack mit aufgenommen und ist dann wieder zurückverschnitten worden zu dem übrigen Spätburgunder, der im großen Holzfass gelegen hat. So haben wir jetzt also hier eine Mischung aus Spätburgunder, der etwas atmen konnte in dem großen Holzfass und dann der kleinere Teil, ungefähr 25%, die in diesen kleinen Holzbarrikfässern gelegen haben, die diesen Holzgeschmack dann an den Wein abgegeben haben. Und ich sage jetzt Holzgeschmack, aber wenn man diese Aromen aufschlüsselt, wenn man das nachher schmeckt und probiert in den Wein, dann sind das Aromen, Röstaromen, die an Kaffee erinnern, das sind Aromen, die an Schokolade erinnern, die an frisches Toast erinnern. Also das sind Aromen, die dann halt den Wein bereichern, die den Wein runder machen, Aromen, die auch an Schokolade erinnern.
Und deswegen auch nachher gibt das ein wunderbares Pärchen mit unserer Zartbitter-Schokolade, die wir dann für den Wein hier vorgesehen haben. Und ja, dann öffnen wir erstmal den Wein. Wir verschließen den Wein hier mit Absicht, mit einem Naturkork, machen da also keinen Schraubverschluss drauf, einfach damit der Spätburgunder auch während der Flaschenlagerung noch etwas atmen kann und also sich noch weiterentwickeln kann. Und der Wein hier steht also eigentlich jetzt so am Beginn seiner Karriere und kann also die nächsten Monate und Jahre beruhigt entgegengehen und profitiert eigentlich dann von der Reifung. Und diese Reifung, die nehmen wir hier beim Dekantieren ein bisschen vorweg. Der Wein kommt dann ja relativ viel in Kontakt mit Sauerstoff. Und auch wenn er hier in der Karaffe drin ist, wie ihr seht, die wird ja ungefähr halb gefüllt, hat er eine riesengroße Oberfläche und kann dann, also wenn er drin ist, atmen. Und auch hier beim Eingießen kann er wunderbar atmen. Und beim Eingießen erstmal aufpassen, dass er nichts verschüttet. Klar. Nee, und wichtig ist aber, falls der Wein etwas Depot hat, falls sich da ein bisschen Weinstein gebildet hat, falls da ein paar Farbstoffe mit den Tanninen zusammen ausgefallen sind, dann darauf achten, dass ihr den letzten Schluck vorsichtig eingießt und dass eventuelle Stoffe, die sich abgesetzt haben, hier in der Schulter der Flasche hängen bleiben. Das hier ist jetzt eine Burgunderflasche, die hat halt nicht so eine ausgeprägte Schulter. Da muss man schon aufpassen. Es gibt aber auch die Bordeaux-Flaschen, die ja hier eine relativ breite Schulter haben. Da geht das also sehr leicht mit dem Dekantieren. Und jetzt seht ihr also hier wunderbar. Die etwas durstigeren Weinfreunde würden sagen, da passt ja noch eine zweite Flasche rein. Klar, kein Problem, aber es kommt halt hier auf die große Oberfläche an. Deswegen eine Flasche rein und dann lieber einen zweiten Dekanter kaufen und direkt dann die zweite Flasche in den reinmachen, wenn der großen Durst hat. So, und jetzt gucke ich, oder ich versuche mal, den richtig nach hinten abzustellen. Genau. So, Renne, Kontrollblick. Ja. Nee, ein bisschen weiter rüber. Ah, perfekt. Ah. Perfekt. Ja, perfekt. Wunderbar positioniert. Jetzt noch gerade ein Wort zu dem zweiten Paket. Da ist ja unser Feinherber Dornfelder mit drin, für die, die also gerne etwas süßere Weine mögen. Der wird auch gut zu der feinherben Praline passen, aber das ist ein Wein, da kommt es auf die Frucht an, auf die Frische. Und deswegen dekantieren wir den Dornfelder jetzt nicht, sondern den machen wir gleich einfach 10 Minuten, bevor wir ihn genießen, machen wir den auf. Der ist ja mit einem Schrauber verschlossen und das reicht dann für den aus. Der muss also nicht so aufwendig dann dekantiert werden wie der Spätburgunder. Gut, dann können wir jetzt hier den Punkt Spätburgunder dekantieren, können wir abhaken. Bei mir steht jetzt als nächstes hier drauf, oder Christina, hast du noch was zu der Word Cloud von dem Weißburgunder zu sagen? Also im Resümee, ihr seht es auch, schmeckt der den meisten Leuten einfach fruchtig, nach Pfirsich, nach Sommer, sommerlich. Und ich glaube, das sind ganz gute Attribute für den Weißburgunder. Der macht Spaß im Glas. Und es wurde hier auch noch eine Frage gestellt, Manuel, wenn ich die ja, eben weitergeben gerne. Darf. Und Benedikt zwar, hat auch noch eine, die kommt danach. Hier bei mir im Chat wurde nochmal die Frage gestellt, wer entscheidet denn, wann ein Wein nochmal ins Holzfass kommt? Weil du hast ja vorhin, glaube ich, auch erzählt, wie der Weißburgunder im Holzfass noch gereift ist. Ja. Ja, das sind einfach so Überlegungen, die wir hier in der Familie so anstellen. Und zwar geht es da ja immer darum, welches Produkt wollen wir dem Kunden nachher präsentieren? Was fehlt vielleicht noch bei uns im Angebot? Wo können wir das Angebot vielleicht noch ein bisschen interessanter machen? Und so ist das zum Beispiel dann mit dem Weißburgunder gelaufen. Wir haben dann also 2014 entschieden, dass wir Weißburgunder pflanzen. Und da hatten wir dann ja in 2016 den ersten Ertrag, weil die ersten beiden Jahre bei einem jungen Weinberg noch keine Trauben hervorbringen. Da geht es erstmal darum, den Weinberg groß zu ziehen, dass er Trauben versorgen und bringen kann. Und mir war dann im Prinzip klar, was ich machen wollte mit dem Wein, dass er sich halt ein bisschen vom Riesling unterscheiden muss oder auch vom Müller-Thurgau unterscheiden muss. Denn wenn man Weißburgunder
Ja, wenn man den relativ, wenn man den belanglos im Weinberg anbaut, sag ich jetzt mal, relativ viel erntet, dann ist das im Prinzip ein schwächerer Müller-Thurgau, ein bisschen Frucht und so weiter. Nichts Besonderes, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man da aber den Ertrag reduziert und den in einer guten Lage stehen hat, dann gibt das einen schönen, kräftigen Wein, der einen schönen Ausdruck, einen schönen Charakter hat. Und das wollten wir einfach noch ein bisschen durch das Holzlager unterstreichen, beziehungsweise das war halt meine Vorstellung. Und das haben wir dann halt hier in der Familie dann diskutiert. Ne? Da habe ich gesagt, Mensch, ich würde den gerne im Holz ausbauen. Und da kam dann direkt dann die Anmerkung, ja, das soll ja kein Barrique-Wein werden. Und nee, soll es nicht, aber so ein Touch-Holz ist da eigentlich ganz schön. Und dann durfte ich das machen, habe es gemacht und dann auch vorgestellt, bevor wir es abgefüllt haben. Und dann fanden das alle gut. Und so hatten wir dann also unseren Weg, den Weißburgunder auszubauen, gefunden. Und der nächste Kollege im Ort, der macht es vielleicht wieder anders. Aber das ist halt so die Handschrift vom Winzer. Und das macht dann halt den Charakter des Weines aus. Und dann auch, ja, wie er hier bei uns im Weingut dann zu finden ist. Ne? Also da arbeiten immer mehrere Leute dran mit und es wird viel probiert und auch diskutiert im Vorfeld und dann ist es auch schön, wenn man dann eine Gangart gefunden hat für einen Wein. Was ja auch das Tolle ist und das, was mir gerade im Moment so ein bisschen fehlt, weil das, ne, mit den Kunden halt darüber sprechen, philosophieren, wonach schmeckt der Wein, das ist eigentlich so das, was auch das Weintrinken ausmacht. Ja? Jeder hat ja einen eigenen Geschmack, ein eigenes Mindset, eine eigene Vorstellung hinter dem Wein und das macht auch unwahrscheinlich viel Spaß, darüber zu sprechen. Ja? Also das ist wirklich so ein Punkt, der jetzt in dieser Corona-Zeit ja leider unter den Tisch fällt, was mir tatsächlich so ein bisschen fehlt. Ja? Also das einfach das Austauschen, man stößt an mit jemandem und freut sich und trinkt einen Schluck und dann wird halt philosophiert, oh, der Wein, der schmeckt nach XY und ah, oh, und hätte der mal und was und wie und wo. Und das ist das, was hier dann auf dem Weingut auch dann das Ganze auch so besonders und erlebbar dann irgendwie auch macht, weil jeder halt gerne über Wein spricht und das einfach so subjektiv und vielfältig ist und auch unwahrscheinlich viel Spaß macht. Ich hatte hier eine Frage, dann kann der Benedikt gerne auch nochmal eine stellen. Ich vielleicht gerade zuerst, weil es wurde nochmal auf die Flaschentypen wurde Bezug genommen, beziehungsweise die Frage gestellt, könnt ihr nochmal was über die verschiedenen Flaschentypen, Flaschenformen, die ihr im Weingut habt, sagen? Der Spätburgunder beispielsweise in so einer typischen Burgunderflasche. Wie handhabst du das, Manuel? Ja. Also Flaschenformen hat ganz viel mit Tradition zu tun und mit Regionalität zu tun. Ihr merkt ja schon, das ist die Burgunderflasche, klar, wo das herkommt, aus dem Burgund. Alle Spätburgunder, die dort herkommen, die Chardonnays, alle in so einer Flasche. Mal etwas leichter von der Flasche her, mal ein bisschen schwerer, ein bisschen exklusiver. Also wir hatten letztens in Spätburgunder auf dem Tisch, die Flasche war leer und als ich es vom Tisch geräumt habe, habe ich gedacht, hey, die ist doch noch halb voll, aber die war einfach so schwer, da waren einfach 300-400 Gramm Glas mehr verbraten in der Flasche und da gibt es also schon große Unterschiede. Bei uns an der Mosel traditionell die Schlegelflasche in braun, antikgrün oder grün. Das hier nennt sich Massongrün, was ich jetzt hier in der Hand habe. Das ist also ein saftiges, dunkles Grün. Und da sind also unsere meisten Weine drin. Die Spätlesen, die Auslesen, die sind in einer antikgrünen Flasche. Die sieht so ein bisschen bräunlich aus, die dann auch nochmal ein bisschen länglicher gestreckt ist. 350 mm hoch anstatt 330 mm. Also da versuchen wir dann also schon so mit der Flaschenform, wenn sie dann etwas eleganter und größer ist, dann auch die hochwertigeren Weine dann da drin abzufüllen. Und dann gibt es noch ganz viele besondere Flaschenformen. Im Rheingau gibt es die Rheingauflöte, in Franken gibt es den Boxbeutel. Also ja, da gibt es regional unterschiedlich ganz viele verschiedene Flaschentypen. Das hängt bestimmt halt damit zusammen, wie war das im 19. Jahrhundert, welche Flaschen gab es halt in Burgund, in Bordeaux. Ich glaube nicht, dass das ein
einen tieferen Sinn hat, aber dass es einfach so eine gewachsene Struktur ist. Und das ist natürlich schön, dass man dann heute da auch einen schönen Anhaltspunkt hat. Und wenn man in die neue Weinwelt geht, wenn man nach Südafrika, nach Neuseeland, nach Kalifornien geht, da sieht man dann halt auch, wie versucht wird, dann halt über die Flaschenform dann auch auf einen bestimmten Wein dann halt zurückzuschließen. Dass dann halt die kräftigen Rotweine, die halt dem Bordeaux-Typ entsprechen, dann eher in dieser breitschultrigen Flasche drin sind. Und die Weine, die halt hier Pinot Noir, Spätburgunder sind, dann halt in dieser Form dann mit drin sind. Also da versuchen auch die Newcomer, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, aus der neuen Welt, dann über die Flaschenform schon erkenntlich zu machen, was könnte das für ein Wein sein. Das Feuer. Ja. Feuer geht aus. Ja. Christina, dann, oder Benny, du hattest du auch noch was? Dann komm doch noch mal kurz, komm doch noch mal ganz kurz nach vorne. Und Christina, mit der Workcloud Weißburgunder sind wir durch, ne? Soll man denn dann, Moment, was hatten wir denn dann noch? Was wollten wir noch machen? Hier. Ich würde noch mal vorstellen, genau, das würde ich gleich mal machen, wo die Teilnehmer sind. Wir gehen noch mal kurz in eine kurze Fragerunde. Der Benedikt, der hat ja sein neues Handy und kann auf diesem auch bestimmt ganz wunderbar die Fragen zusammenfassen. Also, ob es ein Problem, ob ein Dekantierausgießer der also gleichwertig mit einem Glasdekantierer ist. Ja, also dazu, wenn der Manuel was hinzuzufügen hat, darf er das gerne tun. Dazu meine Meinung. Dekantieren, das hat auch, ja, es hat auch so ein bisschen mit Philosophie zu tun, ja. Also man möchte dem Wein einfach die Chance geben, sich komplett zu entfalten und aufzublühen. Und mit dem Dekantierer ist das natürlich die klassischste Variante, sage ich jetzt mal, um das zu tun. Wenn man sowas nicht hat, gibt es auch Alternativen, wie eben hier von dem, ich weiß nicht, wer hat es gefragt, von der Person, die hier gefragt hat, nochmal erwähnt, nämlich so einen Aufsatz, der eigentlich das Gleiche tut, der nämlich den Wein beim Ausschenken nochmal mit Luft durchflutet. Also es ist einfach so ein Aufsatz, wo viel Luft reingezogen wird, während man den Wein ausschenkt. Rein physikalisch, sage ich jetzt mal, ist das das Gleiche, was da passiert. Natürlich auf eine kürzere Zeit gestreckt. Allerdings, das ist eine ähnliche Philosophiefrage wie mit, brauche ich jetzt einen Schraubverschluss oder brauche ich einen Korkverschluss? Also physikalisch passieren da ähnliche Vorgänge bei diesem Dekantiermechanismen. Also es geht beides. Und ob es ein Problem ist, direkt aus der Flasche zu probieren? Für diejenigen, die keine Gläser haben, kann ich nur noch mal erwähnen, also wir hätten auch diese wunderschönen Bricks Maring Mosel Gläser mitgeschickt für einen kleinen Unkostenbeitrag. Natürlich genießen wir am liebsten Wein stilvoll, das bedeutet mit Stilglas, ja. Und ein Problem stellt es nicht wirklich dar. Man kann sich natürlich behelfen, wenn denn mal kein Glas in der Nähe ist. Meine Lieblingsvariante ist allerdings aus einem Glas, denn nur mit diesem Glas kann man ja so wunderbar anstoßen, ja, und einfach dieses tolle Geräusch erzeugen, was ich ja so liebe, nämlich das Anstoßen. Und das entfällt natürlich, wenn man aus der Flasche trinkt. Ja, und wurde noch einmal gefragt, ich glaube, das beantwortet sich von selbst, ob du aus einer Winzerfamilie kommst oder ein Naturtalent bist, was Wein angeht. Beantwortet sich praktisch von selbst. Ja, vielen Dank. Ich komme tatsächlich aus einer Winzerfamilie, aus dem Nachbarort, aus Osern-Monsel und bin stolze Winzerstochter. Freue mich auch, dass meine Eltern sicherlich auch heute Abend nochmal zuschauen. Hallo an dieser Stelle. Und ebenso auch meine Geschwister, meine Schwestern schauen vielleicht auch zu. Hallo und schön, dass ihr da seid. Also ich habe das so ein bisschen auch mit in die Wiege gelegt bekommen. Mein Vater ist entsprechend auch Winzer und freue mich umso mehr, dass ich das noch weiter treiben darf und hier mit Manuel zusammen einfach auch meine Meinung manchmal auch ein bisschen mit einbringen darf, denn wir probieren ganz häufig auch Wein zusammen und das macht dann auch Spaß, wenn ich dann auch mal mit ihm so ein bisschen diskutieren darf. Genau.
Gut, sonst gut. Eigentlich nichts. Wunderbar, super. Gut, dann haben wir uns schon wieder mit den Fragen verquatscht. Ich wollte aber tatsächlich, hatte ich ja euch versprochen, dann euch nochmal einblenden, woher denn so die Teilnehmer heute Abend kommen, weil das interessiert euch ja sicherlich auch. Gerade nochmal zur Erinnerung, also bei Seatings haben wir diese Anwendung haben wir für euch ja installiert. Da zeigen wir jetzt gerade mal so eine Karte. Weiß ich nicht, ob ich die hier, ob es was bringt, wenn man die hier auch nochmal zeigt. Grob kann man es, glaube ich, erkennen, für die, die das jetzt nicht gerade auf einem zweiten Device sich anschauen. Also wir sind heute Abend sehr stark in Rheinland-Pfalz und NRW vertreten. Also an alle, die dort gerade vor den Bildschirmen sitzen, ein freundliches Hallo. Aber im Vergleich zur letzten Weinprobe sind wir auch im Süden ein bisschen stärker vertreten. In München sind ein paar Kollegen von mir, hi. Und aber auch in Berlin und ganz im Norden. Also wir sind breit verteilt über die Bundesrepublik heute Abend zusammengekommen. Und auch in Luxemburg schauen uns ein paar Weinbegeisterte zu. Also hallo auch an die luxemburgischen Nachbarn. Hi. Ja, ganz im Norden ist zum Beispiel die Familie Brix, die uns zuschaut. Also viele Grüße Richtung Schlapphusum. Und ja, die Familie Brix... ja, das passt natürlich wunderbar hier zu unserem Etikett und freut uns besonders, dass ihr mit dabei seid. Und vielleicht um auch nochmal kurz zu erklären, warum wir Brix auf unser Weinetikett schreiben. Klar, wir heißen Brixius und Brix ist einmal natürlich eine schöne prägnante Abkürzung für unseren Nachnamen. Und wir haben das dann ja auch hier auf dem Weinetikett auf eine sehr prägnante Form gebracht, sehr reduziert und haben da also ein Etikett gestaltet, was also ja, einen hohen Wiedererkennungswert hat und sehr schlicht und modern ist. Und Brix hat aber auch noch einen Bezug zum Wein und zwar ist das genau wie Grad Oechsle eine Einheit, mit der man den Restzuckergehalt der Trauben messen kann. Und das ist für uns natürlich als Winzer ein ganz wichtiger Wert, wie süß sind die Trauben bei der Ernte. Denn je süßer die Trauben bei der Ernte sind, desto höher ist ja die Qualitätsstufe. Das geht ja los beim Qualitätswein. Dafür müssen die Trauben nicht allzu süß sein. Und dann über den Kabinett, über die Spätlese, über die Auslese kommen wir dann immer höher in die höheren Qualitätsstufen bis hoch zur Bärenauslese und bis zum Eiswein. Und in Deutschland ist das halt im Weingesetz alles in Grad Oechsle beschrieben. Also eine Auslese muss mindestens 88 Grad Oechsle haben. Und da wir Brixius heißen, messen wir halt nicht in Oechsle, sondern in Brix. Und so ist dann eine Auslese zum Beispiel bei uns als 22 Brix bezeichnet oder eine Spätlese als 20 Brix bezeichnet. Und daran sieht man halt, okay, die Trauben für die Spätlese, die müssen halt mindestens 20 Brix erreichen, damit sie sich Spätlese nennen dürfen. Und die Auslesetrauben brauchen halt mindestens 22 Brix. Also der Umrechenfaktor von Brix zu Oechsle ist ungefähr 1 zu 4. Und das kann ich euch dann gleich zeigen, wenn wir zur Riesling-Spätlese kommen. Da steht dann hier oben anstatt dem Kreis oder im Kreis steht drin 20 Brix. Und dann seht ihr also, je höher die Zahl auf dem Etikett, desto höher ist die Qualitätsstufe. Und hier beim Weißburgunder haben wir einen Qualitätswein im Glas und da steht keine Zahl drin, weil halt hier der Restzuckergehalt der Trauben variieren kann. In den letzten Jahren ist das aber so, dass halt durch die Klimaerwärmung die Trauben werden immer süßer, die Restzuckergehalte im Most nehmen zu, einfach weil die Trauben eine sehr lange Reifephase haben, weil es sehr, sehr warm ist, auch nachher im September und im Oktober, wenn die Trauben in der Reifephase sind. Und da wird durch viel Sonne, durch hohe Temperaturen wird unheimlich viel Zucker gebildet in der Traube auf natürlichem Wege, was halt vor 30, 40 Jahren noch nicht so die Regel war. Da waren also die Restzuckergehalte, die Oechsle oder Brix gerade, noch deutlich geringer. Und so ist es eigentlich heute so, dass zum Beispiel hier der Weißburgunder, der sich Qualitätswein nennt,
im Endeffekt auch eine Spät- oder eine Auslese war, allein vom Restzuckergehalt her. Aber die Begriffe Auslese, Spätlese, das behalten wir uns halt für den Riesling vor, weil das da halt nochmal die Besonderheit unterstreicht. Und deswegen werden dann hier die Weine wie der Spätburgunder, wie der Weißburgunder, werden alle als Qualitätswein vermarktet, Und deswegen schreiben wir dann hier auch keine Zahl drauf, weil die kann mal höher, mal niedriger sein. Und bei einer Spätlese, bei einer Auslese, da gibt es halt wirklich diese Mindestwerte, die vom Gesetz her erreicht werden müssen. Und die schreiben wir dann vorne mit drauf. Und das gibt euch dann ein bisschen Orientierung und für uns dann nochmal eine nette Story, die wir erzählen können. Genau, das hat auch, glaube ich, nochmal so grob die Frage, die hier gestellt wurde, beantwortet. Also mein Naturwissenschaftlerherz blühte natürlich auf, als wir uns da Gedanken gemacht haben um das Logo. Also dieser Kreis, naja, kann einerseits halt wirklich für einen Basiswein auch stehen. Also Manuel hat ja gerade das Etikett gezeigt. Also der Kreis so ein bisschen auch als Basis allen. Andererseits natürlich als das Gradzeichen von Grad Brix. Und entsprechend haben wir das halt so genutzt und adaptiert. Also der Kringel, der Kreis besteht halt für das Grad Brix. Ja, wunderbar. Ich gucke mal so ein bisschen weiter in unseren Ablaufplan hier, was wir noch so alles vorhaben. Und da steht bei mir ganz dick und fett Pinkelpause. Was? Nee, steht hier nicht. Ich würde sagen, Benedikt, du kannst schon mal gucken. Wir machen gleich das nächste Lied. Ja. Aber ich denke, wir sollten wirklich noch mal schauen, wie es hier Timo und Steff in der Winzerscheune so geht. Ich hoffe, sie haben noch was zu trinken da. Ist bei Musikern ja immer ganz wichtig. Und ich hoffe, dass sie uns jetzt noch hier einen neuen Song spielen können. Und wie ich das so mitbekommen habe, sind die ja immer ganz locker und gechillt unterwegs. Und das merkt man auch hier an dem nächsten Lied, und zwar von Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing. Ich lasse mal laufen, ne? Mhm. Ich habe aber nichts mehr im Glas. Ja, schenk doch mal eins. Ich versuche das jetzt ohne zu schlubbern. Super. Ja, man merkt, dass ich. Also, du bist professionell. Winzers Tochter noch, also nicht geheiratet, aber. Ja, so quasi. An mich gerissen habe. So. Vielleicht war das ja ein Antrag. Vielleicht guckt Andrea ja zu, gell? Man weiß es ja nicht, gell? Wir sind dann. Ja. Naja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ne? Okay. 1, 2, 3, 4. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions, and maybe you'd seen the signs. The Lord knows that word is cruel. I ain't the Lord, I'm just a fool, and I love what somebody won't make them love you. Must I always be waiting on you? Must I always be playing your fool? I sang your song, I danced your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them was worth ever having you. Maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines that are directed at you. Or I can always be waiting on you. Or I can always be playing your fool. Keep playing your part. That's up my scene, want this part of twist, had enough misery. Keep building it up and shooting me down, but I'm already down. Just wait a minute, just sitting waiting. Well, if I was in your position, I'd put down all my ammunition. I wonder why it hadn't taken so long. But the Lord knows that I'm not you, and if I was, wouldn't be so cruel. Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I?
So, da sind wir wieder. Vielen Dank, ihr zwei. War sehr gut. Wir starten jetzt auch bei Seatings eine kleine Umfrage. Wie hat euch die Musik gefallen? Also gebt mal da, ich glaube, wir haben nur Daumen hoch angegeben als Option. Ja. Daumen runter. Egal. Ja, uns erreichen aber auch hier noch ein paar Fragen. Gibt es bald eine nächste Online-Weinprobe? Ist die Weinprobe, die Online-Weinprobe zu verschenken? Also es ist ja nun leider so, dass die Situation sich jetzt mit den ganzen Beschränkungen, die wir haben, nicht schlagartig bessern wird. Für Benedikt geht leider die Schule wieder los. Okay. In vier Wochen. Naja. Gut. Also in 4 Wochen daheim bei Mama und Papa. Auch schön. Also übrigens, Mama und Papa sind nicht wir. Nein. Benedikt ist unser Neffe, also Manuels Patenkind, weil das war nämlich vorhin auch eine Frage. Oh. Wir sind aber sehr stolz auf unser Patenkind, auf den Benedikt, dass er uns hier so super unterstützt und können begrüßen auch tatsächlich die Kommentare hier in den Chats. Also hier werden Fanclubs gegründet und Benedikt sollte eine eigene Show bekommen. Also das nur am Rande. Ist mir alles recht, solange er kein neues iPhone kommen soll, ist alles gut. War, ist dir klar, dass geschrieben wurde, dass du immer im Kauen bist, wenn die Musik aufhört? Hat er da geschrieben. Echt? Ja. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber ich hoffe, die Krümel sind alle weg. Übrigens, der Kamin ist echt. Bitte? Der? Der Kamin echt ist. Der Kamin ist echt, ja. Ist kein Fake. Ja, also, wir waren jetzt gerade noch bei der Frage, wie geht's denn weiter hier? Und klar, da haben wir uns auch ein paar Gedanken zugemacht. Und zum einen sind wir dann auf die Idee gekommen, für diejenigen, die gerne hier zu uns aufs Weingut kommen und die das dann so ein bisschen vermissen, für die wollen wir gerne in den nächsten Wochen jeden Freitagabend so eine kleine Sundowner-Show machen. Wir wollen dann also so uns auf die Terrasse draußen setzen vor der Vinothek bei hoffentlich gutem Wetter und dann mit euch einfach ungefähr eine Stunde lang ein bisschen in Kontakt kommen, genauso wie wir das jetzt machen, über die Kommentare oder vielleicht finden wir auch eine bisschen andere Funktion. Das müssen wir noch ein bisschen austüfteln, wie wir das genau machen. Aber im Prinzip geht es darum, dass wir mit euch zusammen anstoßen wollen am Freitagabend, wenn die Woche rum ist. Das wird, glaube ich, so gegen 7:30 wollten wir das machen, dass ihr also danach auch noch so ein bisschen eure Abendaktivitäten dann planen könnt. Let's Dance gucken oder die Hebamme auf dem Ersten, was auch immer. Toni männlich grüßt. Und also so gegen 7:30 wollen wir uns mit euch auf der Terrasse draußen treffen und mit euch anstoßen. Dazu werden wir auch kein Weinpaket verschicken, sondern ihr habt bestimmt zu Hause ein leckeres Getränk, mit dem ihr in den Feierabend starten wollt nach einer anstrengenden Woche. Und damit wollen wir dann einfach mit euch anstoßen und wir werden euch dann ein paar Neuigkeiten erzählen. Was gibt es auf dem Weingut Neues? Was macht der neue Jahrgang? Wir sind ja gerade dabei, den neuen Jahrgang abzufüllen. Wie ist der neue Jahrgang geworden? Weil vielleicht ist das ja der Wein, den ihr euch demnächst liefern lassen wollt, dass ihr da dann schon mal einen kleinen Überblick bekommt. Alles das, was wir eigentlich so mit euch, wenn ihr hier zu uns zu Besuch kommt, sowieso machen würden, das wollen wir dann also in dieser Stunde so ein bisschen mit euch dann auch machen und einfach im lockeren, locker zusammensitzen, mit euch ein bisschen Spaß haben und in Kontakt kommen. Das wird also ein Format sein, was wir ab nächsten Freitag machen werden. Und genauere Infos kommen dann halt noch bei Facebook und Instagram dazu. Und eine dritte Online-Weinprobe kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir die auch mit anbieten. Denn die Beschränkungen gehen ja leider noch ein bisschen weiter. Und ich denke mir mal, dass man das vielleicht auch so in dem 14-Tage-Rhythmus, wie wir das jetzt gerade so haben, ganz gut machen können. Also schaut da weiter auf unsere Facebook- und Instagram-Seite oder schreibt uns direkt an, wenn ihr was wissen wollt und dann könnt ihr da auf jeden Fall immer auf dem aktuellen Stand sein. Jetzt haben wir, bevor wir
zur Riesling Spätlese kommen, haben wir noch einen Zwischenwein zu probieren, und zwar unseren süßen Riesling. Den haben diejenigen mit dabei, die das Paket 2 bestellt haben. Also Paket 1 kann nochmal ein Schlückchen Sekt trinken, kann nochmal ein bisschen hier vom Weißburgunder oder vom Rivana trinken. Und wir probieren jetzt dann den süßen Riesling. Ich gehe den mal schnell holen. Mhm. Ist da noch ein Sprudel da? Kannst du mir den mitbringen? Na klar. Danke. Benedikt bekommt den Sprudel. Ich habe gerade parallel einfach nochmal die Karte eingeblendet, weil es wurde gefragt, ob wir die nochmal zeigen können. Also bei Seatings seht ihr gerade nochmal die Karte der Teilnehmer. Ja, genau. Freitag mit Feierabendwein wird hier gelobt. Wonderful, sagen M und R. Marco will uns hier in die Enge treiben und verhandelt Benedikts Lohn. Wir schauen mal, was dieses Mal rausspringt für die Weinprobe. Aber wenn er jetzt die nächsten 4 Wochen noch Zeit hat, um uns weiterhin zu unterstützen, können wir dann natürlich gerne mal schauen, mal überlegen, was das sein kann. Also es ist ein Familienweingut, in dem wir hier unterwegs sind. Und das ist auch der besondere Charme eigentlich, weil wir natürlich wirklich froh sind über alle lieben Familienmitglieder, die uns hier mit Rat und Tat zur Seite stehen und bei den ganzen Festivitäten unterstützen. Also es sind immer viele helfende Hände im Spiel, und da sei an dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön einfach an die gerichtet, die uns da wirklich so tatkräftig unterstützen. Vielen Dank an euch. Wir sagen es euch auch immer wieder persönlich, aber jetzt auch nochmal wirklich auch über diesen Weg. Das Weingut, ja, ist nur das Weingut, ist nur Weingut Brixius, weil ihr auch mitmacht, und das freut uns sehr, und das ist einfach wundervoll, in so einem schönen Familienweingut zu leben und zu arbeiten. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Was ich noch ganz kurz sagen will, ist, wir haben euch ja mit dem Weinpaket auch unser Weinangebot zukommen lassen. Da findet ihr also alle Weine drin, die wir jetzt hier verkostet haben. Und zum Beispiel der Riesling Süß, den wir jetzt als nächstes probieren, ist die Nummer W12 in der Weinkarte. Der Rivana war die Nummer 4, der Sekko war die Nummer 18. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach nochmal kurz in die Kommentare, wenn ihr die Weine nicht findet, die wir verkostet haben. Und also schaut da rein in die Bibel, und da stehen auch die Preise mit drin. Bitte? Haben wir schon vorgestellt. Ja. Das nächste wird ein Porsche vorgeschlagen. Für Benedikt. Ja, ich sehe ja auch schon iPad Pro für Benedikt. Oh. Wir müssen noch hunderte Online-Weinproben machen. Konzentrieren wir uns erstmal auf den Wein, also auf das Hochgewächs. Genau, so. Also jetzt probieren wir unseren süßen Riesling. Und das ist einfach so ein, für mich ist das ein toller Riesling, der einfach so all das transportiert, was so ein Riesling so beliebt macht. Der hat tolle Aromen, der ist nicht allzu kompliziert, der hat eine Säure, ganz klar, die Säure ist da, aber die Säure ist nicht nervig, die ist nicht zu spitz. Viele haben ja beim Riesling so ein bisschen Vorbehalte, dass, ach nee, der hat mir zu viel Säure, nach einem Glas dreht sich bei mir der Magen um. Das ist aber bei den Rieslingen heutzutage fast nicht mehr der Fall. Auch einfach so eine Folge vom Klimawandel. Wenn die Sommer wärmer sind, wenn die Herbste wärmer sind, dann werden die Trauben süßer, wie wir ja eben schon besprochen haben. Aber genauso wie die Süße zunimmt während der Reifephase, geht auch die Säure runter. Die wird veratmet, die wird reduziert auf natürlichem Wege in den Trauben, solange die noch am Stock hängen. Und deswegen, je länger die Reifephase ist, je wärmer der Herbst ist, und desto milder und bekömmlicher werden dann auch die Rieslinge. Und deswegen sind wir momentan, muss man echt sagen, noch so ein bisschen auf der Gewinnerseite vom Klimawandel. Und das macht also uns das Winzersein hier ein bisschen leichter. Machen wir gleich. Achso, ja, du kannst schon mal ein Foto einblenden, dann sage ich da gleich dazu. Aber ich mache erstmal noch den Wein. Mhm. Okay, super. Also, machen wir mal den süßen Riesling auf. Und schenken wir mal ein.
jetzt meinen Wein weggeschüttet. Sorry, ist noch was da. Gut, dann lassen wir den auch hier in der Mitte stehen. Und ja, wenn wir mal reinriechen. Ja, also das ist schon eine relativ reife Aromen, die da einem entgegenkommen, gepaart mit so ein bisschen frischen Aromen, also Zitrus, grüner Apfel ist da auf jeden Fall mit dabei, aber auch Pfirsich und Mango-Aromen. Und also das ist schon eine schöne Mischung, die also den Riesling wirklich interessant machen. Und am Gaumen ist er natürlich schon kräftig süß, dieser Wein. Aber hat halt in Kombination mit der Säure auch noch eine gewisse Leichtigkeit, sodass er also den Gaumen nicht wirklich verklebt, sondern der ist angenehm und hinterlässt einfach so einen schönen, sehr fruchtigen Eindruck am Gaumen. Und für mich ist das, für meinen persönlichen Geschmack ist das schon zu süß, aber es macht trotzdem Spaß zu trinken. Und das Schöne ist halt, dass der Wein nur 9,5 Volumenprozent hat, ist also vom Alkoholgehalt her wirklich eine recht leichte Variante. Und deswegen ist auch mein Schwiegerpapa, Christinas Papa, der Josef, so ein großer Fan von fruchtsüßen Weinen, einfach weil sie ein bisschen weniger Alkohol haben. Und da kann man dann auch ungestraft ein Gläschen mehr von trinken. Und das macht also auch unheimlich viel Spaß und ist also ein weiterer schöner Vorteil hier von dem Riesling Süß, den wir hier vor uns haben. Generell einfach sehr süffig. Also das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Mein Papa hast du ja jetzt schon genannt, den hätte ich jetzt auch, aufgebracht als Referenz. Das ist auch der Wein, mit dem die Mosel ja auch so ein bisschen bekannt geworden ist, oder? Wie siehst du das? Genau, also diese leichteren Weine sind also seit jeher ein großer Vorteil der Moselweine. Das gipfelt so in diesem Begriff oder in dieser Qualitätsstufe Riesling-Kabinett. Das sind dann also wirklich Trauben, die man heutzutage schon relativ früh ernten muss, damit die Trauben nicht zu süß sind und nachher zu viel Alkohol im Wein dann auch drin ist nach der alkoholischen Gärung. Und diese leichteren Weine, die sind halt hier bei uns in den Steilhängen im gemäßigten Klima, was wir hier haben. Wir sind ja fast die nördlichste deutsche Weinbauregion, kann halt die Riesling-Traube dann ihre Stärken ausspielen und auch bei geringem Alkoholgehalt, wenn man sie etwas früher erntet, ein volles Aroma mitbringen. Und gerade in den heißeren Regionen ist das so, wenn man die Trauben bei diesem Restzucker oder bei diesen Öxlegraden oder Brixgraden ernten würde, wie wir unseren Kabinett ernten würden, dann wären die Trauben noch gar nicht richtig reif. Das wären dann wirklich grüne, grasig grüne Weine, die viele Bitterstoffe hätten und kein toller Genuss. Und es gibt zum Beispiel in Portugal gibt es ja den Vinho Verde. Das ist auch ein etwas leichterer Wein, der auch so mit 20, 30 Gramm Restzucker 10,5 Volumenprozent nur hat. Das sind dann aber Weine, die aus einer wesentlich höheren Höhenlage dann kommen, wo das Klima dann halt etwas milder ist und etwas kühler ist. Ne? Also so wird dann dort in die Höhenlagen ausgewichen, um dort die Trauben etwas später reif zu bekommen und dann halt auch diese leichteren Weine herstellen zu können. Mhm. Benedikt, du hast noch einen Punkt. Die Frage, wie lange sich die offenen Weine schlussendlich halten? Ja, also meistens sehr kurz. Die sind meistens am gleichen Abend noch getrunken. Wenn ihr aber was überhaben solltet, was ja jetzt nicht unwahrscheinlich ist, also ich denke mal, dass so die meisten so zu zweit oder zu dritt vorm Fernseher sitzen oder vorm Computer sitzen und hier die Weinprobe schauen, da packt ihr natürlich, oder da packen manche vielleicht nicht alle Flaschen leer zu machen. Und die können dann natürlich noch einige Tage verschlossen im Kühlschrank lagern und dann nochmal abends ein Gläschen genießen davon. Ihr merkt dann, dass nach 3-4 Tagen der Wein nicht mehr ganz so fruchtig und frisch schmeckt, wie er es jetzt heute Abend getan hat. Aber das ist ja trotzdem immer noch ein schöner Genuss und man kann dann vielleicht auch die letzten 1,5 Gläser dann noch zum Kochen benutzen zum Beispiel. Also da braucht ihr ja gar keine Angst haben und die Rotweine, die werden die nächsten 1-2 Tage werden die sogar noch besser
Und da habt ihr also nochmal 2-3 Tage länger Zeit als beim Weißwein. Also Weißwein würde ich sagen, eine halbe Woche, 3-4 Tage, überhaupt kein Problem. Und beim Rotwein, der schmeckt auch noch nächsten Freitag. Hier wurde noch eine Frage gestellt, und zwar, wie viele Pakete haben wir denn überhaupt verschickt? Und ja, da sind wir wirklich stolz, weil bei der zweiten Online-Weinprobe haben wir die 100 geknackt. Also wir sind bei über 100 Paketen, die wir verschickt haben. Und Manuel sagte gerade eben, ja, im Schnitt sitzen die Leute mit 2 bis 3 Leuten vorm Bildschirm. Da kommen wir ja bei fast 250 Leuten raus. Also wir sind echt überwältigt von dieser positiven Resonanz und finden das auch wirklich toll, dass ihr das mit uns macht, weil für uns ist das einfach auch ein toller Abend, ein schönes Erlebnis, und wir freuen uns einfach, das gemeinsam mit euch zu erleben. Und haben da wirklich eine schöne Zeit. Also 250, das finde ich schon klasse, in allen Ecken von Deutschland. Ja, nee, wunderbar. Also das freut uns echt, dass ihr mit dabei seid. Ich denke, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Aber auch für uns ist es eine schöne Abwechslung, nochmal was hier oben in der Vinothek zu machen. Die ist halt momentan verwaist. Das ist echt ein Trauerspiel, kann man nicht anders sagen. Aber so ist hier wenigstens nochmal ein bisschen Leben in der Bude, und die Vinothek kommt dann nochmal ein bisschen zur Geltung. Und ist für uns auch echt eine tolle Abwechslung und auch so in der Zeit hier so ein Hoffnungsschimmer. Ne? Also von daher, Weinprobe 8 kann kommen. Ja, ansonsten, Christina hat jetzt seit einiger Zeit bei Seedlings schon ein paar Bilder eingeblendet. Das ist also jetzt, was wir jetzt gerade da sehen, ist ein Bild von einer Weinrebe, die gerade am Austreiben ist. Man sieht da auf der linken Seite schon so ein großes oder etwas größeres Blatt, was sich gerade am Entfalten ist. Und das da ist jetzt ein Riesling. Und so werden also die Triebe, die jetzt da aus den Knospen rauswachsen, immer länger. Die längsten, die wir jetzt hier so haben, die sind schon so 5 bis 10 Zentimeter lang. Da sind schon so 2 bis 3 Blätter sind da schon entfaltet. Und also der Austrieb ist jetzt da. Und da hatten wir jetzt Anfang der Woche, hatten wir nochmal einen gewissen Schreckmoment, weil halt Montag und Dienstag Temperaturen von unter Null angekündigt waren, Frosttemperaturen. Und bei der letzten Weinprobe hatten wir ja über unsere Wetterstation gesprochen, die wir bei uns in den Weinbergen haben, hier im Honigberg, und auf die alle Winzer hier aus der Region zugreifen können. Und da haben wir also gesehen, dass wir in Bodennähe 2-3 Grad Minus hatten, und so in 2 Meter Höhe, da ist nochmal ein Messpunkt, da waren wir so bei knapp 1 Grad Minus. Und diese Temperaturen haben bei der Rebe noch keinen Schaden gemacht. Da waren wir also sehr froh, weil wenn das so mal auf minus 2, auf minus 3 Grad runtergeht, auf Höhe der jungen Triebe, die sind ja so ungefähr bei Meter, Meter 50 Höhe irgendwo, oder Meter, Meter 20 Höhe, wo wir dann ja minus 1 Grad ungefähr hatten. Wenn das dann auf minus 2, minus 3 Grad runtergeht, dann sieht man dann am nächsten Tag, dass die Triebe abgestorben sind vom Frost, dass die braun sind, dass die dass die zerbröseln, wenn man die anfasst, und dass da halt keine Trauben mehr wachsen werden in diesem Jahr. Und da sind wir also ganz knapp an der kleinen Katastrophe vorbeigeschlittert. Und wir hoffen also, dass jetzt die nächsten 2-3 Wochen oder 4 Wochen, bis die Eishaufen sind im Mai, dass wir da also keine Frostschäden mehr bekommen und keine Probleme oder keinen Ertragsausfall dann jetzt schon zu verzeichnen ist. Es ist aber immer so, dass es Weinberge gibt, die so etwas unten am Hangfuß liegen. Die sind also besonders frostgefährdet, weil halt die kalte Luft ja sich unten im Tal sammelt und da dann ein Kaltluftsee bildet. Und also die Weinberge, die so mitten in den Hanglagen liegen oder oben am Hang liegen, die sind wesentlich weniger frostgefährdet als die Weinberge unten. Und wenn wir jetzt also einen Frostschaden bekommen, betrifft das Gott sei Dank immer nur einen Teil unserer Weinberge.
aber es kann natürlich dann schon wehtun. Und vor allen Dingen, wir starten ja gerade erst in die Vegetationsphase und da kann noch so viel passieren, Hagelschaden und so weiter, dass wenn man da jetzt schon mit einem Ertragsausfall startet, so früh im Jahr, mehr wird es nicht mehr. Es wird dann eher nur noch weniger. Ne? Da sieht man immer, das ist halt ein Spiel mit der Natur. Und meine Mutter, mit der hatte ich mich letzte Woche kurz unterhalten, die sagte, wir sind fast 4 Wochen in der Vegetation voran. Also man ist sehr, sehr früh mit dem Austrieb und jetzt hoffen wir natürlich, dass die Eisheiligen uns nicht noch so ein paar kalte Nächte bescheren. Der Nico Wiesemann hatte gerade eben hier im Chat auch geschrieben, sie hatten die ganze Woche Nachtfröste und ja, wir hoffen einfach, dass das uns nicht ereilt, denn vor 2 Jahren oder letztes Jahr sogar hatten wir auch nochmal einen starken Frost. Das zieht sich dann immer bis ins übernächste Jahr eigentlich herein. Und dann hat man natürlich mit diesen Frostschäden zu kämpfen. Aber vielleicht noch ein Punkt, weil Manuel sagt es ja gerade schon, dann kann der Benedikt noch mal eine Frage stellen. Wir sind ja hier sehr diversifiziert unterwegs. Also wir haben verschiedene Rebsorten, wir haben verschiedene Lagen, an denen wir das anbauen. Also es gibt ja auch Zuschauer unter euch, die noch nicht bei uns vor Ort waren, die sich das noch gar nicht so vorstellen können. Also auf rund 8 Hektar bauen wir ja Wein an und diese Weinberge, die sind eigentlich verstreut über die bekannten Weinlagen, also den Maringer Honigberg, die Maringer Sonnenuhr, dann auch Osermonzeler Weinlagen, Kätzchen haben wir mit dabei, Osernach Rosenberg, Kästner Paulinslei, also das sind so die Weinlagen und es ist nicht so, dass wir jetzt diese 8 Hektar an einem Stück irgendwo haben und damit sozusagen unser Risiko maximieren, sondern eigentlich versuchen wir unser Risiko zu minimieren, indem wir halt ganz viele verschiedene Parzellen mit verschiedenen Böden, verschiedenen klimatischen Bedingungen vorliegen haben und somit auch ganz individuelle Weine eigentlich hervorbringen und so streuen wir das eigentlich, also nur damit ihr, die ihr jetzt noch nicht bei uns wart und noch keine Stammkunden oder was seid, einfach mal eine Vorstellung davon bekommt, weil diese Weinberge, die sind eigentlich komplett verstreut in einem Radius von 3-4 Kilometer an der Mosel im Seitental teilweise, also wir haben Weinberge, die direkt ins Moseltal blicken, aber wir haben auch ein Großteil ist Seittal. Also wir haben ja vorhin eingangs die Lisa gesehen, also das entlang der Lisa wölbt sich dann auch so ein Seitental, was früher ein Umlaufberg der Mosel auch war. Und da bauen wir den Wein an und wir freuen uns natürlich anhand von Planwagenfahrten oder einfach auch Begehungen, Spaziergängen durch den Weinberg, euch das auch mal live zu zeigen. Also sobald dann die Corona-Einschränkungen auch wieder aufgehoben sind, können wir das euch gerne auch live nochmal zeigen. Also ihr seid herzlich eingeladen, einfach mal vorbeizukommen und euch das auch mal anzuschauen. Ja, und hier bei Seatings seht ihr auch nochmal gerade ein Bild aus dem Weinberg. Aber bevor wir dazu kommen, nochmal kurz der Benedikt. Bene. Ja, und zwar, ich hoffe schon, habe es nicht falsch verstanden, und zwar, ob die Schafskälte den Trauben mehr zu schaffen macht als die Eisheiligen. Und ob es mit dem Schafskälte auch nicht. Ja, ich habe es auch nicht genau verstanden, was es ist. Jedenfalls, ob ihr den nächsten Wein aus Paket 1 benutzen könntet. Also, weil. Genau, Paket 1 hatte ich hier vorhin auch schon gesagt. Was trinken wir denn jetzt gerade? Also ihr trinkt eigentlich jetzt sozusagen die Flaschen, die da noch vor euch und geöffnet stehen. Wenn die schon leer sein sollten, dann könnt ihr gerne schon mal voranschreiten und die Riesling Spätlese öffnen. Denn das ist der Wein, der gleich bei allen kredenzt wird. Ja, also zu der Frage eben, Schafskälte ist ja dann eine Kälte, die eigentlich später kommt, Mitte Juni. Und da geht es in der Regel aber nicht mehr bei uns hier an der Mosel mit Frostereignissen einher. Das kann dann ein Kälteeinbruch, eine Kältephase sein, die halt das Rebwachstum verlangsamt und dann später im Herbst zu einer späteren Reife der Trauben führen kann. Und das war halt, wenn man sich so die Chroniken der Weinjahrgänge anschaut,
Wenn es dann zu einer Schafskälte kam, vorher vielleicht noch ein kühler April, kühler Mai, also ein später Austrieb plus dann die Schafskälte, dann war das meistens, waren das sehr schlechte Jahrgänge mit wenig Öchslegraden, mit wenig süßen Trauben. Vielleicht waren die auch noch erfroren vorher. Und also das hat schon gerade in den letzten Jahrzehnten zu schlecht, oder ich sag mal zu, in der Generation meiner Großeltern, zu wirklich schlechten Jahrgängen geführt, wo man wenig und schlechte Qualität geerntet hat. Aber heute in Zeiten vom Klimawandel ist das dann halt eine Kältephase, die eigentlich kompensiert wird dadurch, dass es Frühjahr meistens schon recht warm war oder nachher auch dann September, Oktober dann noch einen goldenen Herbst uns bescheren. Und das macht das dann in der Regel dann wieder wett. Also der Einfluss, den würde ich nicht mehr so stark sehen. Aber Problem, was uns auch die nächsten Jahrzehnte viel Kopfzerbrechen bereiten wird, ist einfach, dass der Austrieb immer früher kommt, dass das immer im April jetzt mit dem Austrieb losgehen wird, wenn es so warm ist, so früh im Jahr, und dann aber trotzdem noch Frostnächte dann im Mai kommen. Und das wird uns noch viel Kopfzerbrechen bereiten. Ich gehe jetzt auch mit ein paar Kollegen hin im nächsten Jahr und wir werden eine kleine Weinbergslage, ungefähr 2 Hektar, die bei uns hier unten am Radweg von Marienhofen nach Siebenborn sind, wo also wirklich viele Touristen vorbeifahren. Da ist eine Weinbergslage, die wir wieder aktivieren werden. Da sind momentan Hecken und Sträucher und Birken drauf. Und das werden wir wieder zu Weinberg umfunktionieren in Form von einer Querterrasse. Und das ist dann aber wirklich eine Frostlage. Da wissen wir, dass wir da direkt eine Maßnahme ergreifen müssen. Und da sind wir gerade am Überlegen, was wir machen. Entweder richten wir dort eine Berieselungsanlage ein oder wir setzen auf beheizbare Drähte. Die Reben sind ja immer an Drähten festgebunden. Und die kann man beheizen, die Drähte, beziehungsweise einen Heizdraht mit dazu machen und dadurch dann halt Frostschaden verhindern. Also da sind wir gerade am Diskutieren, was wir da machen, was am sinnvollsten ist. Und ja, das sind einfach so Probleme, die wir in Zukunft managen müssen, die halt die letzten 20 Jahre nicht mehr so schlimm waren. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Bild zurückzukommen. Mhm. Da sieht man einen Schlepper, mit dem ich durch die Weinbergs reingefahren bin. Und vor dem Schlepper seht ihr ja so eine recht üppige Winterbegrünung, die ich dort eingesät habe, die schön aufgewachsen ist. Und die habe ich dann am Ostermontag, weil für Dienstag und Mittwoch der Frost vorhergesagt war, jetzt ist mir wieder eingefallen, habe ich die am Montag noch schnell platt gemacht, diese Begrünung, und auf den Boden gewalzt. Ihr seht ja hinten am Schlepper so eine recht schwere Walze hinten dran. Und damit habe ich die Begrünung auf den Boden gelegt, dass halt in dem Bereich Meter, Meter 20, wo die grünen Triebe austreiben, dass da keine Pflanzen mehr stehen, die über die Feuchtigkeit, über die Verdunstung, die sie da in der Höhe dann machen würden, oder sagen wir es mal so, durch den hohen Aufwuchs, der da war, wäre halt die Temperatur im Bereich der Reben nochmal etwas tiefer, weil halt die Pflanzen, die dann daneben stehen, so hochgewachsen, Wasser verdunsten, und das führt halt nochmal zu einer Temperaturerniedrigung, auch im Bereich der jungen Rebtriebe. Und wenn ich diese Begrünung auf den Boden lege, dann sorge ich dafür, dass dann diese Verdunstung im Bereich der jungen Triebe nicht mehr da ist und dann halt etwas höhere Temperaturen dort sind. Und deswegen musste die Begrünung dann am Ostermontag leider noch umgewalzt werden. Ich habe mich dann auch noch festgefahren und noch anderthalb Stunden im Wingert verbracht, unnötigerweise, wo mein Schwiegerpapa mich dann rausgezogen hat. Ja, also so war dann der Ostermontag auch schön für mich. Passiert. Aber man tut sozusagen eigentlich alles, um so diesen Temperaturextremer irgendwie so ein bisschen entgegenzuwirken. Hier wird noch gefragt, ist denn Trockenheit eigentlich auch ein Problem? Ja, also Trockenheit ist genauso wie Spätfröste im Mai ein Problem, was uns die nächsten Jahre stark beschäftigen wird. Und wir müssen also davon ausgehen, dass es immer mehr zu Trockenjahren kommen wird, dass vielleicht auch
im Winter die Bodenfeuchte gar nicht mehr so aufgefüllt werden kann, wie das eigentlich so der Fall sein sollte, dass wir also schon im Frühjahr mit einem Wasserdefizit eventuell starten. Dieses Jahr ist das Gott sei Dank nicht der Fall. Die Böden sind relativ gut versorgt mit Wasser, sodass wir also jetzt auch eine Trockenphase von 6-8 Wochen sehr gut überstehen würden, ohne uns Gedanken machen zu müssen. Aber wir werden zum Beispiel hier in der Weinbergslage Sonnenuhr, wo gerade eine Flurbereinigung stattfindet, werden wir ein Modellprojekt sein für eine Bewässerungsanlage und werden da also eine Bewässerung installieren. Das wird nicht an allen Weinbergen notwendig sein, aber gerade die ganz steilen Weinberge mit hohem Schieferanteil, wo wenig Feinerde mit dabei ist, wo in relativ geringer Tiefe schon Felsen ansteht, da werden wir eine Bewässerung vorsehen und damit dann halt die Weinberge zukunftsfit machen, zukunftsfähig machen. Ja, sollen wir jetzt zum nächsten Wein kommen? Weil die Teilnehmer vom Paket 1, die sind schon... Wobei jetzt auch kein trockener Wein mehr kommt. Ne? Also der Rotwein, der wird nochmal ein trockenes Schmankerl, aber jetzt kommt was, wo ja eigentlich jeder Riesling-Liebhaber anfängt zu träumen und ins Schwelgen gerät, nämlich eine Spätlese Lieblich. Ganz früher, ich meine, jeder von uns hat ja eine gewisse Vergangenheit. Ich habe ja auch eine und da war ich mal Weinkönigin. Da war ich mal Weinkönigin vor vielen, vielen Jahren. Und da habe ich dann irgendwie immer den Begriff geprägt, ich bin die liebliche Spätlese im Hause Klaster. Also das ist mein Mädchenname und hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass mein Papa ja auch Winzer ist. Und weil ich so ein Nachzögling bin bei uns im Hause, habe ich das immer gerne für mich vereinnahmt. Und das ist auch irgendwie so der Wein gewesen, eine liebliche Spätlese, das war so das, womit ich auch zum Weintrinken auch gekommen bin. Also das war gar nicht so früh. Also viele Leute würden ja fragen, ah Mensch, ihr kommt aus der Winzerfamilie, da fängt man doch bestimmt mit 12, 14 oder was, fängt man doch bestimmt an Wein zu trinken. Ja, also bei mir war das mitnichten so. Also ich habe vielleicht so mit 17 oder so, habe ich glaube ich mal angefangen Wein zu probieren und das hat mir dann sehr gut geschmeckt, sodass man dann auch mit 18 dann irgendwie Weinkönigin und sowas werden wollte. Und das war tatsächlich die Spätlese Lieblich. Und also ich freue mich jetzt einfach auf diesen Wein, weil er einfach ein ganz vollmundiger Wein ist. Und bevor wir jetzt aber zu viel über ihn reden, sollten wir ihn doch einfach nochmal probieren. Ja, ne? Genau. Also ich habe dann den Korken schon mal rausgezogen. Wir verwenden bei den Riesling Spätlesen und Auslesen und auch beim trockenen Rotwein ganz bewusst einen Naturkork, weil wir der Meinung sind, dass die Weine damit halt schön reifen können, atmen können durch den Naturkork, der halt im Vergleich zu dem Schraubverschluss den Wein nicht ganz so dicht, luftdicht von der Außenwelt abschottet, sondern durch den Naturkork kann der Wein halt noch ein bisschen atmen und der Schraubverschluss, der verschließt den Wein doch schon sehr stark von der Außenluft, sodass der Wein also sehr lange sehr jung und frisch bleibt. Und hier so eine Riesling Spätlese, die darf sich aber auch ein bisschen entwickeln, unserer Meinung nach, und darf auch ein bisschen reifen. Und das geht halt mit dem Naturkork etwas schneller als mit dem Schraubverschluss. Es gibt auch gute Gründe, für so einen Wein mit einem Schraubverschluss zu verschließen, keine Frage, ist auch kein Fehler, aber das ist einfach so ein bisschen Philosophiefrage, wie geht man mit dem Wein um und wie soll er sich entwickeln, und deswegen setzen wir auf den Naturkork. Natürlich muss das ein guter Kork sein, wenn er jetzt mal dran riecht, der riecht also ganz sauber, hat so leicht diesen Korkgeruch, aber hat keine muffigen Noten, keine pilzigen Noten. Wenn der Korken so riechen würde, pilzig, muffig, dann könnte man davon ausgehen, dass der Wein einen Korkgeschmack hat. Aber hier der Korken, der riecht sehr frisch, oder ihr könnt den auch mal aufbrechen, mache ich jetzt nicht vor, aber dann kriegt ihr auch nochmal so diesen frischen Korkgeruch. Und so muss ein Korken riechen, wenn man frisch aus der Flasche rauszieht, und dann kann man sich eigentlich auch sicher sein, ohne den zu probieren, dass der keinen Korkgeschmack hat. Aber wir wollen ja auf Nummer sicher gehen und trotzdem mal reinriechen, also der hat keinen Kork, wunderbar. Und verkosten wollen wir die Riesling Spätlese zu den Pralinen.
mit der weißen Schokolade und die haben eine schöne Füllung, werden wir dann gleich probieren. Aber erstmal zu dem Wein. Ja, also Riesling Spätlese aus 2017 ist also die Reife fängt also gerade an bei diesem Wein hier, ist jetzt kein ganz junger, frisch abgefüllter Wein mehr, ganz klar, aber trotzdem hat er noch viele fruchtige Aromen, die also wirklich den Wein noch dominieren und mit dem Alter, wenn die Reife ein bisschen einsetzt, wird das also nochmal ein bisschen vielfältiger und interessanter, bringt dem Wein also nur noch zusätzliche Noten mit dazu, die ihn dann erstmal besser machen. Natürlich, wenn der Wein dann mal 10, 20, 30 Jahre Reife hinter sich hat, sind diese frischen, fruchtigen Aromen so gut wie weg und es ist nur noch diese Firne-Note oder dieser Reifeton da und das muss man dann halt mögen. Aber jetzt hier in dem Stadium ist das immer noch ein toller, frischer, fruchtiger Wein, wo halt tolle Fruchtaromen da sind, wo typisch für eine Spätlese Honignoten mit dabei sind. Und das probieren wir jetzt einfach mal mit der weißen Schokolade. Hier ist noch eine Frage. Nee, wir wären offline. Können wir das nochmal auf allen Kanälen? Wir machen? Sind offline. Ton geht. Also ich habe gerade nochmal geguckt, ja. Bei mir stand live. Okay, ich gucke auch nochmal schnell. Also bei mir steht hier live. Ja, ich gucke nochmal schnell. Okay, wir prüfen gerade nochmal, ob wir auch überall online sind, ob ihr uns auch alle sehen könnt. Sorry. Dafür. Ja. Also bei mir läuft's. Ja. Super. Übrigens. Ja. Er wurde gefragt, was eigentlich Honigberg bedeutet. Ah ja. Also Honigberg. Mich persönlich würde es auch mal interessieren. Ich habe es ehrlich gesagt nie mitgekriegt. Ja, also der Marinovianer Honigberg ist einfach eine Weinbergslage. Ich glaube so um die 90 Hektar, die dort in dieser Weinbergslage liegen. Und der Name ist den Weinbergen in den 70er Jahren gegeben worden. Da ist das Weingesetz novelliert worden und man hat sich da Gedanken gemacht, wie nennen wir denn jetzt den Weinberg? Und die Bezeichnung Honigberg gab es in der Gemeinde schon und die hat man dann auf diese Weinbergslage übertragen. Aber es ist natürlich ein Begriff, der wunderbar zum Wein passt, weil halt dieses Attribut Honig, süße Weine und so weiter wunderbar passt. Und es ist auch wirklich eine tolle Lage für restsüße Weine wie diesen hier herzustellen und der hier kommt auch tatsächlich aus dem Honigberg. Benedikt. Übrigens, erstens mal, im Ofen muss nachgelegt werden. Zweitens, muss ich kurz mal gucken, ich glaube zweitens sogar, gibt es gar nichts. Und sind Pralinen nicht da. Genau, das war das Zweite. Ja, Benedikt, wir haben nur zwei Pralinen. Ne, wir haben nur mehr Pralinen. Ja, das glaube ich. Ich gehe gleich noch welche holen. Ich hätte noch zwei Fragen und zwar mit hier der Unterschied zwischen Spätlese und Auslese, wenn du den nochmal darlegen könntest. Und hier wird auch gefragt, warum ist denn der 2018er Spätlese, warum ist denn der trocken und der 2017er fruchtig? Ah ja, okay. Also wir haben eigentlich immer eine Riesling-Spätlese trocken und eine Riesling-Spätlese fruchtsüß im Angebot. Einmal die Nummer 14, einmal die Nummer 15, weil das einfach so zwei Typen sind, höherwertige Rieslinge, einmal trocken ausgebaut, einmal fruchtsüß ausgebaut. Um eine trockene Spätlese zu machen, legen wir Wert auf andere Trauben, die halt vom Gesundheitszustand her anders sind als zum Beispiel die Trauben für eine restsüße Spätlese. Also da, das ist jetzt nicht einfach eine und dieselbe Traube oder ein und derselbe Weinberg und dann einmal einen süßen Wein und einmal einen trockenen Wein draus gemacht, sondern da achten wir halt drauf, welche Trauben nehmen wir für die trockene Spätlese und welche Trauben nehmen wir für die liebliche Spätlese. Das ist natürlich dann durch die Handlese wunderbar möglich, dass wir da selektieren können, welche Trauben wir dann für welchen Wein auch nehmen. Und es ist halt so, dass jetzt gerade im Verkauf die Spätlese trocken aus dem Jahrgang 2018 ist und da jetzt auch bald die 2019er Spätlese schon auf den Markt kommt. Und hier bei der Spätlese Fruchtsüß, da ist noch der Jahrgang 2017 im Verkauf, weil halt einfach auch eine süße Spätlese mit diesem Attribut ein, zwei Jahre Reifung wesentlich besser
zurechtkommt und auch einen wesentlich schöneren Trinkgenuss dann gibt als so eine ganz frische fruchtsüße Riesling-Spätlese. Ja, ich hoffe, dass alle Probleme von wegen Offline gelöst sind. Jetzt läuft es wieder besser, steht da und alles gut steht da. Christina, willst du auch eine Praline probieren? Benedikt hat vier Pralinen. Ey, wer vier Pralinen hat, kriegt kein iPhone. Sag ich jetzt einfach. zu spät. Ich habe eine Praline und kein iPhone. Schade. Aber ich probiere jetzt auch mal hier die weiße Schokolade zur Riesling Spätlese. Ich nehme die. Ja, also vielleicht habt ihr auch schon rausgeschmeckt, was drin ist in der Praline. Das ist also eine Karamellcreme, die leicht gesalzen ist. Und das gibt einfach mit der süßen Spätlese eine ganz tolle Kombination. Gerade wenn man halt mal reingebissen hat, Schluck von der Spätlese dann mit dazu nimmt und das dann runterschluckt, so die paar Sekunden danach, das gibt eigentlich so das volle Aroma. Also jetzt nicht, wenn man beides im Mund hat, man kann auch die Schokolade erst runterschlucken und dann den Riesling mit dazu nehmen. Aber wenn man den Riesling dann auch runtergeschluckt hat, das gibt einfach dann so ein ganz tolles Aroma. Und diese Karamellnoten ziehen sich hinterher, werden ein bisschen mit der Frucht gepaart. Und das Salzige und die Säure, das gibt dem Ganze dann nochmal so einen kleinen frischen Kick und lockert so dieses Süße dann nochmal auf. Und das ist für mich ist das echt super. Gut, dass wir noch ein paar haben. Benedikt, vielleicht lässt du einen über, ne? Eine halbe? Willst du? Benedikt, du hast die falsche gegessen. Oh. Ja gut, Benedikt hat ja keinen Wein. Wir sind ja bei den Helen, aber ist okay. Oh. Du darfst beides essen. Alles Benedikt hat ja keinen Wein. Kann auch schon die Schwarze essen. Ich habe in der Zwischenzeit auch noch mal eine kleine lustige Frage bei Seatings online geworfen. Und zwar, wie viele Schoko-Osterhasen ihr denn wohl vergangene Woche vernascht habt. Passend zu dieser Schokoladenverkostung hier. Die Pralinen sind ja aus dem Café Ratzen. Oh ja, klar. Von der Elisabeth Ambrosius, die uns auch gerade zuschaut und nochmal die Weinprobe mitmacht. Hallo Elisabeth, schön, dass du nochmal dabei bist. Die uns halt diese Pralinen zu den Weinen auch empfohlen hat. Und wo wir wirklich auch schon beim ersten Durchgang, bei der ersten Online-Probe auch schon großen Spaß hatten, da irgendwie auch eine Auswahl zu treffen. Mein lieber Schwager, der Guido, der auch zuschaut, der war da auch involviert, auch Konditormeister und hat da auch mitgewerkelt. Also wir freuen uns sehr, dass wir das Café Ratzen hier auch ein Stück weit einfach nochmal mit an Bord wissen dürfen und wollen einfach auch nochmal ein bisschen Werbung machen. Also Elisabeth führt da seit noch nicht allzu langer Zeit, also ich glaube erst seit 2-3 Jahren oder jetzt hoffe ich, dass ich nichts Falsches sage, das Café Ratzen in Trier und hat jetzt auch eine neue Eisdiele, wird sie eröffnen oder auch ein Geschäft eröffnen, wo sie auch ein Eis verkaufen wird, direkt am Hauptmarkt in Trier. Da sind wir auch schon ganz gespannt drauf, weil das Eis, was ihr macht, das ist wirklich großartig, das macht auch echt Spaß. Ist jeder halt herzlich eingeladen, beim nächsten Besuch in Trier mal vorbeizuschauen und dort ein Eis zu genießen. Also Elisabeth, deine Pralinen sind wirklich erste Sahne und die passen wirklich ganz hervorragend zum Wein. Und das ist auch wirklich ein Punkt, der dieses Paket auch nochmal so ein bisschen besonders macht oder abrundet, sagen wir einfach mal so. Ne? Mit diesen herzhaften Dingen zu Beginn, mit dem bei der ersten Weinprobe war es der Schinken, jetzt die Salami, Spundekäse, jetzt nochmal was Süßes, eine süße Verführung, mag ich es mal nennen, die jetzt da noch mit dazukommt. Das macht es wirklich total rund und freut uns sehr, dass du da mit dabei bist und wir wünschen dir und deinem Laden natürlich alles, alles Gute. Ja, und dass du auch bald wieder öffnen kannst und alle wieder in den Genuss von deinen leckeren Spezialitäten kommen können und in deinem schönen Ambiente dann auch wieder ein paar Stunden verbringen können und bei dir sitzen können. Ich habe hier schon mal den Rotwein vorbereitet, zum einen Paket 2, Dornfelder Feinherb, den könnt ihr also gerne schon mal aufmachen.
Der ja hat jetzt auch so knapp Zimmertemperatur erreicht, also optimale Trinktemperatur. Und auch der dekantierte Spätburgunder hat jetzt ein Stündchen ungefähr, ne, über eine Stunde, ne, in der Karaffe verbracht. Also alles gut. Die Riesling Spätlese, 20 Bricks, stelle ich dann nochmal auf Seite. Hoffentlich fällt dieses Mal keine Flasche um, die ich auf Seite gestellt habe. Das war beim letzten Mal. Also, ja. Also es fehlt immer noch die Antwort auf die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Spät und Auslese? Ah ja, stimmt. Entschuldigung. Ja, also der Unterschied zwischen Spät und Auslese ist zum einen erstmal ganz klar, Auslese ist eine höhere Qualitätsstufe. Dafür müssen die Trauben süßer sein als für eine Spätlese. Das sind aber nur, sag ich jetzt mal, die gesetzlichen Anforderungen. Als Winzer musst du dir oder musst du dann schon wissen, welche Trauben nimmst du für diese Auslese. Und der Begriff Ausleseselektion spielt da schon eine große Rolle, wortwörtlich, weil halt einfach für eine Auslese zum Großteil Trauben verwendet werden, die schon fast wie Rosinen eingetrocknet sind. Da hilft uns ja dieser Botrytis-Pilz, der irgendwann in der Reifephase die Trauben befällt. In manchen Jahrgängen mehr, in manchen Jahrgängen weniger, bis gar nicht. Deswegen gibt es eine Auslese auch nicht in jedem Jahrgang. Aber wenn alle Bedingungen passen und diese sogenannte Edelfäule, der Botrytis-Pilz, die Bärenhaut befällt, dann verdunsten durch diese Öffnung der Bärenhaut, durch den Pilz, können also die flüssigen, kann also das Wasser in der Traube verdunsten und dadurch haben wir eine Konzentrierung. Die Trauben schrumpeln ein, sehen aus wie Rosinen und dann sind die perfekt, um eine Riesling-Auslese draus zu machen. Dann hat also der Wein von Anfang an ganz intensiv diese Honig- und Karamellnoten, diese frischen, fruchtigen Aromen sind dann nach Ananas und Pfirsich-Maracuja sind dann etwas in den Hintergrund gedrängt. Das ist dann eher bei einer Spätlese gewollt. Und bei einer Auslese ergibt sich dann halt durch diese Selektion von den eingetrockneten Trauben halt auch gleich dann ein anderer geschmacklicher Charakter. Das kann man schon im Most, wenn wir also die Trauben frisch auspressen, kann man das schon sehen, dass der meistens noch zähflüssiger läuft. Und das Ganze kann dann halt gipfeln in der sogenannten Bärenauslese oder Trockenbärenauslese. Da muss man also über Tage oder Wochen hinweg muss man wirklich die am meisten eingetrockneten Rosinen im Weinberg suchen und die also besonders rauslesen, selektionieren, um da halt diese Besonderheit Bärenauslese oder Trockenbärenauslese draus zu machen. Das ist also schon was Besonderes, was halt nicht jedes Jahr dann auch gelingt. Also ich würde tatsächlich noch einen Schluck von der Spätlese trinken, ah ja, um ehrlich zu sein. Das ging mir jetzt nämlich fast zu flott im Vergleich. Und gerade nochmal unsere Auswertung zu der Frage. Also wie viele Schoko-Osterhasen habt ihr in der vergangenen Woche vernascht, hatte ich ja über Seedlings gefragt. Leider sagen irgendwie 31%, ich habe gar keinen bekommen. Und Isa schrieb auch gerade eben, der Franks Schoko-Osterhasen hat der Fuchs geholt. Also tragische Geschichten, die sich hier auftun. Kleiner 2, meine Figur, sagt die Mehrheit, 38%. 3 bis 6 sagen nur 10%. Also ich glaube, wenn wir so viele gehabt hätten, hätten wir sie sicherlich auch gegessen. Dann sagen 14%, ich habe gar nicht mitgezählt. Und ca. 8% sagen, ja, ich spare mir meine Osterhasen doch lieber für Weihnachten auf. Klar, also, undekoriert und dann läuft es wieder. Genau. Benne, du hast auch noch eine Frage. Nein, nicht Frage, sondern kam relativ viel, jetzt wurde geschrieben. Und zwar einmal natürlich mit dem Ofen. Ja, ich mache noch mal ein bisschen Luft rein. Dann, genau. Dann wurde gesagt, Christina, du siehst so aus, als hättest du mit den Blumen die Blumen auf dem Kopf. Das sieht so aus. Beim letzten Mal stand der Dekanter falsch, jetzt sind es die Blumen. Ja, und es wird gefragt, ob man auch mal Salami oder Mettpralinen machen könnte. Oh ja, Mettigel und Mettpraline, geil. Also die Stimmung steigt auch bei euch, sehr gut. Und eine Eisverkostung wäre auch mal was für eine Weinprobe. Oh ja. Mhm. Aber ich weiß es nicht, wenn man das Eis von Trier nach Maring hier transportieren muss. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Und noch der Versand zu den Kunden hin halt, ja, zu den Teilnehmern. Also das können wir nur live eine Kühlbox mit vor Ort machen. Das können wir nur vor Ort machen. Sollten wir aber wirklich mal andenken. Also ich könnte jetzt
gar nicht sagen, welcher Wein denn am besten zu Eis passt. Also wahrscheinlich auch was Süßes. Es gibt auch Riesling-Eis, das wurde also auch schon mal gemacht, da finden wir Riesling-Bonbons. Ne? Okay. Riesling-Bonbons, auch schön, ja. Und Spaß für jedes Kind. Auf vom Jojo Holländer, also er hatte geschrieben, so würde es aussehen, als hättest du einen Blumenstrauß dazu und da wurde geschrieben, einmal Weinkönigin, immer Weinkönigin. Prost! Ding, ding! So, jetzt muss ich mal kurz nach oben scrollen, relativ viel kam jetzt. Du kannst ruhig ein bisschen zu mir rüberrücken. Dann ja, genau, wie es mit Wein im Kloster jetzt aussieht, ob es da eine Alternative gibt. Ja, also Wein im Kloster, da wollen wir uns jetzt nochmal mit den Kollegen zusammensetzen. Wein im Kloster ist ja jetzt seit etlichen Jahren, seit 2008, unsere Jungweinpräsentation hier im Ort, wo wir dann mit 10, 12 Winzern ungefähr 80 Weine präsentieren, die man dann halt, ja, dann halt verkosten kann als Teilnehmer der Probe. Man kann dann von Tisch zu Tisch gehen und sich da durchprobieren. Ich gehe mal davon aus, dass das dieses Jahr nicht stattfinden wird. Wir haben das geplant für den 25. Mai, Christi Himmelfahrt. Bis dahin wird so eine Veranstaltung noch nicht erlaubt sein. Guckt euch bei Facebook mal die paar Bilder an, ne, paar Videos an, die wir da gepostet haben. Sucht einfach mal bei Facebook Wein im Kloster. Das ist ein Account, wo wir dann von jedem Winzer ein kleines Vorstellungsvideo gemacht haben. Auch hier in der Vinothek haben wir eins von mir gedreht. Und damit wollten wir halt Appetit machen auf diese Jungweinprobe Wein im Kloster. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht stattfinden kann dieses Jahr. Vielleicht schnüren wir da aber auch für Interessierte so ein kleines Weinpaket, wo man dann von verschiedenen Winzern die trockenen Weine, die Feinherben, die fruchtsüßen Weine irgendwie bestellen kann. Das wollen wir jetzt mal gerade gemeinsam planen mit den Kollegen, dass wir da also auch ein bisschen was anbieten können für alle Interessierten. Benne, noch eine Frage. Und wurde auch geschrieben, wenn es Mettpralinen gibt, spielt hier Mett Annika. Oh ja, das kriegen der Steff und der Timo auf jeden Fall hin. Ja, ja, aber zu den Mettpralinen wurde ja auch schon kommentiert. Oder Matt Eagle Eye Cherry. Das gibt es nur im Rheinland, wurde ja auch schon gerade kommentiert. Ja. Mettpralinen gibt es nur im Rheinland. Ja, aber Mett wird auch teilweise aus dem Rheinland hierher importiert, Rolf. Ne? Also von daher... Ausland. Ja, ja, wir kennen da eine gute Metzgerei in, ich glaube, sie ist in Köln, nicht in Leverkusen. Von der wir schon oft Matt hier hatten. So, jetzt aber zum Wein. Genau, zum Rotwein, weil bevor du einschenkst, wurde nämlich jetzt hier gleich die Frage gestellt, sollte ich denn jetzt mein Glas mit Wasser ausspülen? Wäre das jetzt sinnvoll? Ja. Und bevor ich es vergesse, du sollst auf jeden Fall was zu Tanninen sagen, wenn du dann gleich den Wein erklärst. Nämlich es wird hier gefragt, sind denn eigentlich genau Tannine? Ich hoffe, die hören auch zu, die Tannine, wenn ich was zu denen sage. Den Tannine, ja gut. So, dann mach mal leer, bevor ich spielen kann. Ja, also nach dem süßen Riesling ist auf jeden Fall gut, das Glas einmal kurz mit Wasser zu spülen. Aber das Wasser könnt ihr auch gerne wegschütten, müsst ihr nicht trinken. Das macht keinen Sinn. So, sehr gut. Gut, ja, wie machen wir das denn jetzt? Also wir haben jetzt zwei Rotweine parallel zu probieren, für die mit dem trockenen, klar, da ist es hier der Spätburgunder. Wenn ihr den Dekanter nicht zu Hause habt oder nicht so einen Dekantieraufsatz habt, ist das kein Problem, weil ihr merkt dann über die nächsten paar Minuten, wenn der Wein im Glas ist, wie der sich öffnet, wie der sich ein bisschen verändert. Also probiert den mal frisch nach dem Einschenken ins Glas. Probiert den mal ein paar Minuten später, wenn noch was übrig ist. Dann merkt er, wie der halt ein bisschen offener wird, wie der ein bisschen runder wird auch, ne? So vom Charakter. Also hier nochmal zur Unterscheidung. Also das ist jetzt der Spätburgunder trocken. Ja. Den wir ja vorhin dekantiert haben. In der Flasche ist noch der Dornfelder für die Lieblichtrinker. Genau, und ihr könnt euch auch gerne jetzt schon den Dornfelder einschenken und den zusammen hier mit den dunklen Pralinen genießen. Ich werde dann gleich noch was dazu sagen, trinke jetzt aber auch erstmal gerade einen Schluck von dem Spätburgunder. Ich habe auch parallel einfach nochmal die nächste verrückte Frage bei Seatings online gestellt. Die Leute stimmen fleißig ab. Ja. Die Auflösung kommt dann gleich. Ah ja, okay. Gut, dann kann ich ja was zum Spätburgunder sagen. Erstmal, beim Rotwein ist ja wichtig die Farbe. Und der Spätburgunder ist eine Rebsorte,
die also für eine leichtere rubinrote Farbe bekannt ist. Das ist also jetzt kein tief schwarzer, tief dunkler Rotwein, sondern Spätburgunder ist immer etwas leichter in der Farbe. Und wenn ihr reinriecht, kriegt ihr also hier bei diesem Wein dann schon etwas reifere Aromen. Ein bisschen Dörrobst spielt mit, ein bisschen reifere Kirscharomen spielen damit eine Rolle, Waldbeeraromen. Und wir waren mal bei einer Verkostung von einem Sommelier-Weltmeister, der hat dann die kleine Walderdbeere rausgerochen aus einem Spätburgunder. Also das ist also sehr subjektiv, was man da alles so rausriechen kann. Und das hängt halt viel mit eurer Erfahrung zusammen, wenn ihr kocht, wenn ihr irgendwas esst, wenn ihr irgendwo seid. Und einfach so diese Erinnerungen, die sollten hochkommen, wenn man hier in den Wein reinriecht. Und dann kann man halt auch, ja, wenn man dann mal kurz nachdenkt, dann halt auch dann sagen, wonach dann der Wein riecht, nach der eigenen Meinung. Ne? Und das ist einfach auch so ein bisschen Erfahrungssache. Je öfter man das macht und je mehr man sich darüber Gedanken macht, desto einfacher und leichter fällt einem das dann auch. Und wenn ihr so eine ganz ausschweifende Weinbeschreibung irgendwo lest, ist die in den seltensten Fällen von einer Person geschrieben, sondern das sind dann öfters mal zwei, drei Leute, die sich da zusammentun und dann da so eine ausufernde Weinbeschreibung dann erstellen oder halt wirklich so Weinpäpste, die halt ganz intensiv mit dem Thema sich beschäftigen und dann alleine dann auch so eine ausufernde Weinbeschreibung dann machen. Also wenn euch das so ein bisschen schwerfällt, zu beschreiben, wonach ein Wein riecht eurer Meinung nach oder wonach der schmeckt, ist überhaupt kein Problem. Also da könnt ihr eigentlich keine Fehler machen. Also das hätte ich nie gedacht, das ist wirklich absolute Übungssache. Also wirklich, je mehr Wein man probiert, desto besser wird man da drin. Also wenn das überhaupt... Sagen wir jetzt ganz ohne Eigennutz. Wenn das überhaupt das hehre Ziel sein soll, da irgendwie gut drin zu sein. Aber das habe ich wirklich damals auch gemerkt, als ich... Selbst davor, in der werden irgendwie Fotos von mir als Weinkönigin verlangt. Das kommt... dafür müssen wir dann noch 2, 3, 4 Weinproben machen. Damit ich die dann raushole. Aber das habe ich gemerkt, in der Zeit war ich extrem gut im Wein probieren und auch Wein beschreiben und auch Wein erschmecken. Und das dazu braucht man einfach Übung, wirklich. Also das, dann fällt es einem halt einfach leichter. Dann fällt es leicht und dann hat man auch immer wieder Referenzen, auch in seinem Kopf und in seinem Mindset werden dann auch irgendwie Referenzen dann auch viel einfacher. Und das war wirklich interessant zu sehen, wie das dann auch wieder abnimmt, je weniger Wein man dann auch trinkt oder probiert, je weniger unterschiedliche Sorten man einfach probiert. Ja, und eben kam ja die Frage nach den Tanninen. Das sind dann ja die Gerbstoffe, die im Rotwein drin sind. Und das ist ja der entscheidende Faktor neben der Farbe, der den Rotwein vom Weißwein unterscheidet. Weißwein und Gerbstoffe ist ein ganz schwieriges Thema. Das geht nur bei ganz wenigen Weißweinen, die dann zum Essen dann eigentlich auch nur gut schmecken und nicht alleine auf der Terrasse getrunken und einen guten Trinkfluss geben, sondern da stören Gerbstoffe Tannine eher. Und hier beim Rotwein tragen sie maßgeblich zum Körper und zum Charakter des Weines mit bei. Und Tannine sind erstmal einfach Gerbstoffe, die bei der Rotweinbereitung aus den Schalen, aus den Kernen ausgelaugt werden und dem Wein ein gewisses Gerüst geben, einen gewissen Charakter geben, gewisses Rückgrat geben, wollte ich sagen, genau. Und das sind einfach Stoffe, die ihr auf der Zunge dann merkt, die ihr auch am Gaumen merkt, wo dann halt bittere Elemente mit durchkommen, aber das gibt dem Wein halt auch eine kräftigere Fülle, trägt dazu bei, dass der Wein kräftiger ist und das im Zusammenspiel mit den Aromen, mit dem Alkohol, mit den Gerbstoffen ergibt das dann halt eine runde Sache bestenfalls. Und die Gerbstoffe, Tannine, das sind halt Stoffe, die zusammen mit dem Sauerstoff mit einer Oxidation weicher werden. Wenn die jung sind, sind die sehr spitz und grün und das gibt halt keinen harmonischen Wein. Aber wenn die
wenn der Wein reift, wenn der atmen kann, dann bilden sich aus diesen Gerbstoffen längerkettige Verbindungen. Die lagern sich also aneinander und dann schmecken die nicht mehr so spitz und nicht mehr so grün, sondern geben dem Wein dann halt mehr Fülle und schmecken einfach eleganter. Und deswegen braucht ein Rotwein mehr Zeit, deswegen muss ein Rotwein mehr atmen, einfach damit der Wein harmonischer wird. Und das haben wir dann ja hier beim Dekantieren schon mal so ein bisschen vorweggenommen, ein bisschen beschleunigt. Und hier beim und der Dornfelder ist erstmal ein Rotwein, der von Natur aus einen geringeren Gehalt von diesen Gerbstoffen hat. Der ist also leichter, fruchtbetonter. Und Spätburgunder ist jetzt auch keine übertrieben oder keine Rotweinrebsorte mit einem sehr hohen Tanningehalt. Aber weil da gibt es halt andere Rebsorten, Cabernet Sauvignon, Merlot, die da wesentlich mehr mitbringen, die aber auch vom gesamten Weincharakter her kräftiger sind und die dann auch mehr von diesen Tanninen vertragen können und wo das dann halt zusammen mit eventuell mehr Alkohol, mit mehr Frucht, mit mehr Tannin einen voluminöseren Wein ergibt. Und beim Spätburgunder kommt es mehr auf die Eleganz an. Und deswegen haben wir da, oder kann ich jetzt so drei verschiedene Rotweintypen ansprechen. Einmal so diese richtig schweren, kräftigen Weine, dann die eleganteren Weine wie der Spätburgunder und dann hier die fruchtigeren Vertreter wie der feinherbe Dornfelder zum Beispiel. Ne? Also da seht ihr schon, neben Rebsorte, neben Herkunft gibt es da verschiedene Typen und das macht halt einfach diese Vielfalt in der Weinwelt aus und auch so interessant, sich da drin zu bewegen und dazu kommen noch die verschiedenen Jahrgänge. Also egal wie intensiv man sich mit dem Thema Wein beschäftigt, man wird nie fertig, sondern es gibt immer was Neues zu entdecken und das kann einen das ganze Leben lang dann begleiten und auch das ganze Leben lang Spaß machen. So, jetzt aber genug geredet. Ich probiere jetzt mal unseren schönen Feinherben. Bevor du sie verschlingst, hast du vorhin gesagt, dass man am besten diese Praline einmal beißt. Ja? Also nicht komplett einmal mit einem Hapsen sie im Mund, sondern man beißt einmal rein und dann kann man wirklich geschmacklich die Praline und den Wein auch genießen. Das hat mir auch mein lieber Schwager nochmal zugesteckt, dass wir darauf achten sollen und das möchten wir einfach auch nochmal euch mitgeben. Also genießt diese Praline und verschlingt sie einfach nicht. Dann gab es noch so einen Punkt, bevor du gleich sicherlich darauf eingehen wirst, wie gut das zusammenpasst, wie es denn um die Lagerung vom Spätburgunder steht. Mhm. Also wie lange soll bzw. kann man ihn lagern und wie lagert man ihn am besten? Ja, also der Spätburgunder ist ja noch relativ jung, der hat also die nächsten 3-4 Jahre auf jeden Fall schönes Potenzial für noch weicher und kräftiger und runder zu werden. Wie es dann in 10 Jahren aussieht, ist bestimmt auch interessant, aber dann wird nicht mehr viel davon da sein. Aber der hat natürlich, sagen wir mal, die nächsten 1-2 Jahre ist der wunderbar zu genießen und wenn es 3-4 Jahre sind, überhaupt kein Problem. Da denke ich mal, geht die Kurve auch noch bei ihm nach oben. Also das ist halt beim Rotwein in der Regel, ist halt so dieses Thema optimaler Trinkzeitpunkt ein bisschen entspannter als beim Weißwein. Der kann ruhig 2-3 Jahre älter sein als ein Weißwein und immer noch schön frisch und fruchtig sein und zum optimalen Zeitpunkt dann getrunken werden. Dann zum nächsten Rotwein auf jeden Fall. Ich habe jetzt ein bisschen was von der Praline übergelassen und will auf jeden Fall auch den Dornfelder Zartbitterpraline probieren und kann mir vorstellen, dass das auch sehr gut passt, weil die Füllung von der Praline ist jetzt ja auch Ton in Ton mit der Zartbitterschokolade außenrum und das passt wunderbar hier mit dazu. Und jetzt hier der Dornfelder, der hat also eine schöne dunkle, kräftige Farbe, so leichte violette Reflexe am Rand, am Glasrand und bringt also dann nochmal eine kräftigere Frucht mit als der Spätburgunder, so diese reifen Aromen so nach getrockneten Früchten, die wir hier beim Spätburgunder hatten,
die haben wir hier so gut wie gar nicht. Hier geht es eher um schöne Erdbeer-Sauerkirscharomen. Und diese Aromen bekommt man auch, wenn man den Wein auf der Zunge hat. Das wird dann halt unterstützt von der Restsüße, die der Wein halt hat. Und das ist dann von vorne bis hinten dann einfach ein runder, harmonischer Genuss. Der ist einfach unwahrscheinlich marmeladig. Also das finde ich immer wieder bei diesem Dornfelder, wenn ich da rein rieche, wenn ich den schmecke, der hat so was Marmeladiges. Ja, also finde ich ganz, ja, toll. Sehr lecker. Und schmeckt bestimmt auch hervorragend zur Praline, habe ich jetzt noch gar nicht kombiniert geschmeckt, aber auch zum Spätburgunder. Also generell Rotwein und zartbitter Schokolade, das passt für mein Empfinden halt extrem gut. Und diese Creme darin, die ist halt einfach auch sehr, ja, also die benetzt halt auch die komplette Zunge, genau wie es auch der Wein tut. Und dadurch macht das in Kombination wirklich sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Ja, super. Also mir schmeckt es auch wirklich sehr lecker. Der, weil halt der Dornfelder, wenn man den so alleine trinkt, kommt da recht süß rüber für meinen Geschmack. Für mich persönlich ist er auch schon zu süß. Ich mag halt auch eher persönlich die trockenen Weine. Aber in Verbindung mit dem Feinherben bleibt halt dann, wenn man den Wein getrunken hat und noch ein bisschen was von der Schokolade am Gaumen hat, bleibt halt so dieser ein deutlich herberer Eindruck zurück von dem Wein. Und das ist halt toll. Die feinherbe Schokolade und dann die Frucht von dem Rotwein gibt einen tollen, herben Eindruck eigentlich am Ende. Also schmeckt mir sehr gut. Also klasse. Wir haben das auch mit den Pralinen, haben wir auch nicht vorher ausprobiert. Da haben wir uns ganz auf die Expertise von Elisabeth und Guido verlassen und auch auf unsere Erfahrung. Und wir wussten einfach, dass die Pralinen saulecker sind, auch ohne sie probiert zu haben. Und das hat sich heute Abend bestätigt. Also bei mir werden die ja auch ganz toll gelobt. Sehr geile Pralinen, wow. Und das passt hervorragend zum Spätburgunder, wird bei Seatings geschrieben. Benedikt, hast du auch noch ein paar Kommentare vielleicht zu den Pralinen? Eine Sekunde. Ja, eigentlich nur, warum man Pralinen aktuell nicht online nachbestellen kann, wenn... Da müssen wir nochmal auf Elisabeth zugehen, die kann da sicherlich aushelfen und auch online Pralinen versenden. Ich wollte aber auch nochmal auf unsere Seatings-Umfrage zu sprechen kommen. Ich hatte die ja parallel nochmal einfach angeworfen. Also die verrücktesten Dinge, die ich in der vergangenen Woche gemacht habe, habe ich einfach mal abgefragt. Da war Auswahlmöglichkeit 1. Ich habe mir eine Haarschneidemaschine gekauft und benutzt, in Klammern Kopfschüttel. Grüße an meine Susanne. Liebe Schwägerin Susanne. Das haben insgesamt 14% angeklickt. Benedikt, was sagst du zu deiner Frisur? Geht. Also ich glaube... Ist sehr schön geworden. Fürs erste Mal, dass meine Mutter mir die Haare geschnitten hat, ist es verdammt gut. Abgesehen davon, dass hier irgendwie so eine Schräge drin war, wenn ich meine Haare jetzt nicht mal gemacht Wird es ein hab. Zweites Mal geben? Vielleicht. Wenn diesmal keine Schräge drin kommt. Dann auf Platz, oder mit 28% habt ihr angeklickt, ich habe mir mit Klopapier die Nase geputzt. Was? Das ist ja ziemlich dekadent. 0% haben ihr Prime-Abo gekündigt und ganze 58% sagen, alles gut, kein Lagerkoller zu vermelden. Also euch geht es scheinbar gut, ihr kommt mit der Situation zurecht. Es bewegt sich hier noch ein bisschen. Aber die 14% bei der Haarschneidemaschine, die bleiben konstant. Das ist eigentlich echt erstaunlich. Ist hoch. Jeder Siebte hat sich eine Haarschneidemaschine gekauft. Viele von euch haben sich eine Haarschneidemaschine gekauft. Wir hoffen, dass die Ergebnisse zufriedenstellend sind. Sehr gut. Ja, wunderbar. Also dann, wir haben 10:30 durch. Wir wollen auf jeden Fall bei Seatings jetzt noch was Neues machen oder was zum Abschluss noch machen. Und zwar haben wir da jetzt online gestellt, was war heute Abend euer Lieblingswein? Also wir geben euch da ein paar Minuten, damit wir da ein schönes Feedback bekommen. Wir haben wie viele Weine zur Auswahl? 7, ne? 5, oh mein Gott. 6, 7. 2, 4, 6, 8. 8. Und, zweimal Sekt und Sekoja. Und ja, also da sind wir schon ganz gespannt drauf, was ihr da angebt.
Und es ist jetzt auf jeden Fall an der Zeit, Danke zu sagen einigen Personen. Also erstmal wollen wir natürlich Timo und Steff Danke sagen für die tolle Musik. Wir haben am Ostermontag, nachdem ich mich mit dem Traktor festgefahren hatte und dann wieder frei war, haben wir die Videos aufgenommen in der Scheune und hatten da schon mal jede Menge Spaß und auch ein Fläschchen leer gemacht. Und wir haben auch noch zwei Liedchen vor uns, die wir uns angucken wollen. Dann natürlich vielen Dank an die Hauptverantwortlichen für die Pralinen, an die Elisabeth und auch an den Guido, die uns bei der Auswahl geholfen haben. Und wie wir schon gemerkt haben, die Auswahl hat super gepasst. Dann vielen Dank an den Heino für die vielen Stunden, die er für uns in frühen Morgenstunden auf dem Hochsitz gesessen hat, um das Reh im Zaum zu halten. Und ja, die Salami war vom Reh, vom Wildschwein, vom Hirsch. Also waren verschiedene Tiere. Okay. Also er leistet ja wirklich dann auch eine wichtige Arbeit für Landwirte und Winzer, dass der Schaden, der vom Wild verursacht wird, auch möglichst gering gehalten wird. Ja, Benne, dir vielen Dank hier für die kompetente und schlagfertige Auswertung von allen Social-Media-Kanälen, diesmal ja auch mit Facebook. Mhm. Hatten wir beim letzten Mal nicht, weil ich die Facebook Privatsphäre da verdattelt hatte. Praktisch nichts kam. Kam also nichts. Bei Facebook, ich hatte einmal YouTube reingeschrieben, läuft. Das ging dann irgendwann auf 10. Also zuerst waren es so 26 Zuschauer, dann ging es auf 10 runter. Aber bei YouTube waren wir dann die ganze Zeit über 105, also wir waren, ich glaube, schlechteste war 109 oder so, beste war 124. Ja, cool. Deshalb, also so gesehen. Sehr gut. Ja, also vielen Dank. Ja, und Hast du noch weitere Dankeschöns? Ansonsten würde ich noch eins anschließen, und zwar Plattgold in Osern an die liebe Katrin Hammes, die uns wieder einfach die Blumengestecke beschert hat. Viele sagten schon, dass das irgendwie so... Vielen Dank für den schönen Kopfschmuck. Mein Kopfschmuck jetzt wäre. Also wir freuen uns nämlich immer über lebendige Blumen hier im Weingut. Und die haben auch den Abend wieder bereichert und werden meine nächste Woche auch noch ein bisschen bereichern. Ich freue mich schon, dass ich die schönen Blumen bei mir auf den Küchentisch stellen darf. Ja, wir hoffen, ihr hattet einen schönen Abend mit uns. Uns hat es auf jeden Fall wieder jede Menge Spaß gemacht. Dass beim Umbau von der Terrasse hier in die Vinothek was schief geht, war klar. Muss ich mir dann nachher nochmal anhören. Wir haben einfach vergessen, das Cinch-Kabel einzustecken. Bisschen blöd von mir. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart, und sind schon ganz gespannt auf die Zeit, wenn wir hier die Tore zu unserer Vinothek und zu unserem Gästehaus wieder öffnen können und euch auch hier in Persona dann begrüßen dürfen. Ja, bis dahin bleibt uns noch das Format des Sundowners, was wir dann nächsten Freitag zum ersten Mal ausprobieren wollen. Also wenn ihr am Freitagabend um 7:30 Lust auf ein Gläschen Wein oder was auch immer ihr zu Hause trinken wollt, mit uns habt, schaltet ein bei YouTube und Facebook. Wir geben euch dann aber auch noch ein bisschen Info dazu an die Hand. Also behaltet einfach Social Media im Auge, und dann wisst ihr Bescheid. Aber 7:30 Freitag nächste Woche, ich denke, der Termin steht. Ja, Christina, willst du vielleicht noch gerade... noch gerade das Endresultat vielleicht noch verkünden unserer kurzen Umfrage, nämlich was war denn jetzt der heutige Lieblingswein? Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Brix Weißburgunder und der 20 Brix Spätlese zeichnet sich nämlich ab. Sehr gut. Also der Weißburgunder mit 23% und die Spätlese mit 21%. Gott sei Dank auch beides Weine, die jeder von euch im Paket hatte. Und entsprechend ist das das Resultat. Ganz mit weit vorne auch noch der Prosecco und der Revana. Aber auch Sekt und die Rotweine haben eine entsprechende Voting-Zahl erhalten. Also das ist so grob das Stimmungsbild. Weißwein kommt gut an von uns, und das freut uns natürlich sehr. Ja, damit wollen wir jetzt so den offiziellen Teil der Weinprobe beenden. Wie beim letzten Mal auch, werden wir noch ein halbes Stündchen einfach hier sitzen bleiben und ein bisschen so in eure Kommentare reinschauen. Postet bei Facebook auch fleißig Bilder von eurer Jogginghose, und das sind die Dinger, die wir jetzt in dem inoffiziellen Teil sehen wollen. Da freuen wir uns schon ganz drauf. Und
Ja, zum Abschluss wollen wir auf jeden Fall nochmal Steff und Timo eine kleine Bühne bieten und wollen dann auch nochmal gerade ein Lied von einer meiner Lieblingsbands spielen lassen. In keiner Alternative Rock Sammlung dürfen die Foo Fighters fehlen und da haben die beiden Everlong aufgenommen und das müssen wir uns auf jeden Fall anhören und macht ruhig ein bisschen lauter. Macht Spaß. Bis gleich. Schmeckt sehr lecker. Also. Ja, mach doch. Genau, meine, genau mein Ding. Hast du doch gedacht. Prost. Prost. Nächstes Lied. Läuft.
du mal alles eingefroren hier? Wurde am Ende wurde dann irgendwann auch noch gefragt, halt so irgendwas wegen Thema. So, wir sind wieder live. Matt. Setz dich, Spende. Ja. Wurde irgendwann halt vom Heino gefragt, wie viel Kilo Matt die brauchen. So, können wir ein bisschen zusammenrücken, Christina? Ja, wir können, aber die Frage ist, ob ich will. Ich zieh mir mal die Blumen. Oder? Also, da wurde. Jetzt kommen so ein bisschen die Outtakes so für diejenigen, die das letzte Mal nicht miterlebt haben. Wir beobachten einfach weiter euer, eure Kommentare und eure Fragen in den Social Media und gehen darauf ein. Also der offizielle Teil ist hiermit beendet. Wer jetzt das YouTube oder den Fernseher ausschalten möchte, kann dies gerne tun. Wir sind noch ein bisschen hier, um ein bisschen spaßig über eure Kommentare zu schauen und die Meinung noch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also ihr könnt noch gerne kommentieren, wir versuchen darauf einzugehen. Bisher hat uns viel gutes Feedback erreicht, das freut uns natürlich, also schönen Dank schon mal dafür, das ehrt uns und wir sind natürlich extrem froh, dass der Benedikt hier mit uns das Ganze mitgemacht hat und freuen uns auch schon aufs nächste Mal, wenn Benedikt wieder dabei ist. Er ist hiermit engagiert und schauen wir mal, was die nächste Online-Weinprobe eventuell noch bringt. Damit haben wir ganz viele Bilder, aber Manuel sagt bestimmt was dazu. Also mich wundert gerade hier, die Isa, ihr verpasst was, vor allem einen Pegel. Welchen Pegel, Isa? Welchen Pegel meinst du? Erzähl mal bitte. Wird mich mal interessieren. Ja, okay. Also Isas Pegel wahrscheinlich, oder? Ich denke auch, Isa redet von ihrem eigenen Pegel. Aber wir arbeiten ja alle dran, ne? Alles gut. Ja, also auf jeden Fall bei Facebook sieht man viele Bilder, wie ihr auf der Couch sitzt und dann auf dem Fernseher unsere Gesichter zu sehen sind. Und dann ist dann neben dem Fernseher ist noch ein iPad da, über das dann oder auf dem dann die Kommentare geschrieben werden oder ein Handy ist dann noch mit im Spiel. Also sehr cool, wie ihr euch da technisch auf unsere Weinprobe hier eingestellt habt und ja, macht uns also echt Spaß, euch auch dabei zuzusehen, wie es bei euch zu Hause aussieht, weil bei uns hier ist das natürlich dann erstmal eine triste Angelegenheit. Wir haben hier links und rechts eine Leiter stehen, die eine Lampe halten, eine Baulampe halten, die uns von vorne beleuchtet. Wir gucken die ganze Zeit in die Kamera rein. Diesmal haben wir auch mehr in die Kamera geguckt. Beim letzten Mal haben wir immer nebendran auf den Bildschirm geguckt vom Laptop, wo wir selber zu sehen waren. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall, Steff, Andrea, Timo und Katja, ich freue mich noch auf den vierten Song. Nochmal Radiohead. Wir werden nochmal Radiohead hören zum Schluss. Ich freue mich drauf, wird geil. Steff, Timo, ob Version 1 oder 2, müssen wir mal gucken. Schreibt mir mal, ob ihr Version 1 oder 2 hören wollt von Creed. Ihr zwei wisst Bescheid. Und übrigens wurde geschrieben, dass mein Salami-Pegel steigt. Ja. Wir also sind da gesetzeskonform unterwegs. Wir haben noch etwas Salami übrig, die wir jetzt auch noch kredenzen werden. Auch noch ein cooles Foto. Und es wurde wirklich vielfach der Musikgeschmack von dir, Manuel, gelobt. Von dir möchte ich damit nochmal herausstellen, weil unsere Musikgeschmäcker sind, glaube ich, schon sehr, sehr verschieden. Ja. Also, weil eingangs hast du gesagt, dass das unser Musikgeschmack ist. Aha, okay. Habe ich da... Naja. Also ich fand es auch sehr cool. Also mir hat es auch wirklich Spaß gemacht, die Musik zu hören. Und aber das ist nicht so das, was ich mir jeden Tag anhören würde, muss ich sagen. Also genau. Aha. Ich bin da vielleicht doch eher etwas klassischer unterwegs. Ja. Klassischer? Aber dafür waren die beiden jetzt nicht die richtigen Ansprechpartner. Nein. Alles gut. Also es war perfekt. Ich hatte auch zwischendurch mal Grüße von meiner lieben Sangeskollegin Steffi. Stimmt. Aus Simmern, Traben, Trabach und Aalen bekommen. Die sind da unterwegs. Also die ganze Familie ist da ein bisschen verstreut. Und sie sagte, wir haben ihr einen wunderbaren Familienabend beschert. Also von daher, das schloss natürlich die Musik ein. Und genau, also alles gut.
Also hier wird immer noch fleißig gepostet. Ich habe jetzt gerade noch mal aus Spaß meine Fun-Question hier noch mal eingeblendet. Wie viele Kilos habt ihr in der Corona-Zeit zugenommen? Oh, 47%, ne, jetzt 44% sagen tatsächlich, ich habe endlich Zeit für Sport zugenommen, Fragezeichen. Also die meisten machen tatsächlich mehr Sport als vorher. 1-2 Kilo sagen 18%, 3-5 Kilo 11% und aber doch 33% kein Kommentar. Also es bewegt sich noch, die Leute, die stimmen noch fleißig ab. Ja, ihr lieben Grünhages, wir freuen uns auch, dass die Victoria schläft. Ja, ihr schreibt hier so schön, Victoria, und Victoria hat geschlummert, wie schön. Ja, also Victoria schläft noch. Hoffen wir mal, dass sie auch zur späteren Stunde noch weiter schläft. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass es für euch ein schönes Ostergeschenk war, weil es doch ein paar Leute auch die Möglichkeit genutzt haben und das Paket als Ostergeschenk an ihre Liebsten verschenkt haben. Auch ihr wurdet beschenkt von eurer lieben Tochter, der Gina. Ich freue mich, dass wir uns über diesen Weg oder dass wir uns irgendwie nochmal sehen und sicherlich auch bald nochmal in Live nochmal sehen werden. Ja, ich habe auch gerade schöne Fotos hier in einer Facebook-Story gesehen aus Luxemburg. Schöne Grüße an Steffi und Jan. Freut uns besonders, dass ihr mit dabei seid. Wir haben uns ja mal in Japan kennengelernt vor ein paar Jahren bei einer lustigen Reise. Ihr habt den Abend heute Abend, ihr habt den Abend mit ein bisschen Käse auch verbracht. Da habe ich eine schöne Käseauswahl gesehen auf dem Tisch. Also das ist auch so ein Thema. Wein und Käse, ne? Kann man natürlich auch viel machen. Auf jeden Fall. Ja. Werden wir also sicherlich aufnehmen in einem unserer Die nächsten Weinpakete werden immer voller dann müssen wir dem nächsten Zulver-Paket schicken mit 5 Flaschen und nur noch Goodies dabei. Ja. Also bei mir wird hier noch gefragt, Christina, was würdest du denn lieber hören? Etwa den MV Ohrenhofen? Habe ich jetzt mal bejaht. Also liebe Grüße an die lieben Musikerinnen und Musiker vom Musikverein Ohrenhofen, mit denen ich auch schon mal zusammen musiziert habe. Also das hat immer großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das nächste Osterkonzert stattfinden kann. Das letzte musste ja leider abgesagt werden. Aber sicherlich finden wir nochmal die Gelegenheit, zusammen zu musizieren. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und hier, habt ihr eigentlich noch Rosé auf Lager? Meiner ist schon wieder alle, in Klammern verdunstet, sagt der Markus I. Also gute Nachricht, Rosé waren wir ja ein paar Wäschelchen jetzt ausverkauft, aber gestern sind die Etiketten vom neuen Rosé gekommen, also der ist jetzt wieder lieferbar. Wir hätten ihn auch gerne jetzt schon ins Paket mit reingepackt, aber ich glaube, am nächsten Freitag werde ich da ein bisschen was zu sagen, wenn wir unsere Sundowner-Session hier machen. Da werde ich euch den neuen Rosé mal präsentieren. Ja, ansonsten hier noch Nachricht aus Düsseldorf. Da haben Marco und Alexa haben einen turbulenten Abend verbracht. Oh also Gott, was heißt nicht das? Nicht alle Kinder schlafen anscheinend so gut wie Victoria, aber wir freuen uns dann auch auf euren nächsten Besuch bei uns. Und ich möchte noch im Namen von meinem Vater einmal die Familie Pattberg nach Nordrhein-Westfalen grüßen und den Benedikt Groß, wie schon das letzte Mal, auch grüßen. Also, ist der Benno Groß wieder mal? Also ich denke jetzt mal, ich habe keine Ahnung, was ich gerade sagen soll, aber jedenfalls. Ich grüße euch hier. Auf jeden Fall Grüße nach Heinsberg und auch Grüße nach Bocholt. Also schön, dass ihr vielleicht zuschaut. Eigentlich wären wir heute Abend in Bocholt gewesen und hätten da eine Weinprobe gemacht. Oh ja, richtig. Echt? Besonders schade, dass die ausfallen musste, ja. Ja. Ja, Mensch. Aber letztes Jahr haben wir keinen Termin gefunden. Dieses Jahr kam Corona dazwischen. Also für nächstes Jahr müssen wir uns ins Zeug legen, dass wir da einen Termin finden, Benne und Sikil. So, ich gucke nochmal bei Facebook rein. Den Nico rein. Müssen wir nochmal vertrösten, weil Rotling gibt es erstmal nicht mehr. Also Rotling wurde durch den Rosé ersetzt, aber ich glaube, lieber Nico, dass dir der Rosé auch eigentlich ganz gut schmeckt. Also schau doch einfach mal, ob der Rosé vielleicht dann auch was ist, was für dich in Frage kommt. Mir wird hier vorgeworfen, dass ich willentlich irgendwelche Kommentare hier unterschlage. Hier wurde vorher nach der singenden Winzerin gefragt, um hier M und R
Marita und Rüdiger. Marita und Rüdiger vielleicht auch noch mal aufzugreifen. Gucken wir mal, schauen wir mal. Und dann liebe Grüße an die Birte und den lieben Sebi. Der Mats ist nämlich so alt wie die Viktoria. Der schläft scheinbar auch. Perfekt, alles richtig gemacht und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Ja, wo du gerade hier bei Birte und Sebi bist, der Sebi hatte nämlich gefragt, was ist mit Cremant? Ist Cremant ist ja eine besondere Bezeichnung für einen Sekt, ob das auch auf eine Region bezogen ist, aber Cremant ist in Deutschland einfach nur ein Herstellungsverfahren von einem Sekt. Fängt damit an, dass die nur zu einem gewissen Grad ausgepresst werden dürfen, die Trauben. Da müssen Pressfraktionen getrennt werden. Also da können wir gerne mal eine Vorlesung machen, Sebi. Beim nächsten Mal, da setzen wir es mal bei einer guten Flasche Wein zusammen, Sekt zusammen und dann erkläre ich dir mal, wie man ein Cremant macht und wie da die Unterschiede zum Winzersekt sind. Ja. Ansonsten, ja, WhatsApp. Hier kam gerade die Forderung nach Omosella, Christina. Oh, mein Gott. Ich gehe die Ukulele holen. Ja, geh die Ukulele holen. Das wäre ein Fall für die Oma und Opa. Ja, wo ist Regina, wenn man sie braucht? Ja. Übrigens, um noch eins, also wirklich ein Best-of von der vergangenen Weinprobe nochmal zum Besten zu geben. Weil unsere liebe Regina, Manuels Mama und meine Schwiegermama, die hat nämlich wirklich einen der besten Kommentare des, der letzten Weinprobe hat sie uns nochmal zum Besten gegeben. Also, Majune, also, Entschuldigung, Regina, also jetzt, aber du, so grob sinngemäß hast du gemeint, meine Güte, so viele Leute, fast 200 Leute zur Weinprobe in der Vinothek, die hätten wir ja gar nicht unterbekommen. Und weißt du, was das Beste ist? Wir mussten noch nicht mal Gläser spülen. Ne? Also das hat sie... Hätte das nicht normalerweise die Maschine übernommen? Das hätte die Maschine, aber polieren, nachpolieren hätten immer noch wir müssen. Oh. Und da hat die Regina natürlich recht. Also das Gläserspülen liegt heute Abend leider bei euch. Aber naja, komm, ihr könnt auch das nächste Mal einfach vorbeikommen und eure Gläser hier in unsere Gläserspülmaschine geben, aber gut. Ich würde noch mal gerne ein bisschen Musik hören. Und zwar, jetzt kommt erstmal das offizielle Abschlusslied von Steff und Timo und danach kommt nochmal Radiohead. So. Radio? Und schön laut machen. Ja, eine Sekunde, muss kurz nach unten scrollen. Ah, übrigens, Grüße nach Frankfurt, lieber Hendrik. Mit Ankündigung extra. Ja. Mir egal. Ja, du kannst das machen, ja, mach da mal. Ja? Ja, mach mal. Probier mal aus. Kann ja sein, dass das verschwirrt. Ja. Nee, ja, ist ja vielleicht das letzte Lied auch. Probier mal einfach. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Online-Weinprobe und wir waren nicht zu schlimm. Also ich fand eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen fand ich den Wein auch ganz gut. Ja, der Wein war der Hammer, gell? Ja. Und der Rest... Ist ja auch nicht so wichtig, oder? Da muss ich mal fragen, ob ich da nicht noch eine Flasche von kriege. So, da hier. Bleib gesund, tschüss. Da hier. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. So take the photographs that's different in your mind. Hang it on the shelf and good time and good time. But in the end it's right. I hope you have the time of your
Mit Ankündigen, mit. Mit Ankündigen extra. Nö, oder? Mir egal. Du kannst das machen, ja, mach da mal. Mhm. Ja? Ja, mach mal. Probieren wir mal aus. Kann ja sein, dass das verschwirrt. Ja. Nee, ja, ist ja vielleicht das letzte Lied auch. Probier mal einfach. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Online-Weinprobe und wir waren nicht zu schlimm. Also ich fand eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen fand ich den Wein auch ganz gut. Ja, der Wein war der Hammer, gell? Ja. Und der Rest mal den. Ist ja auch nicht so wichtig, oder? Da muss ich mal fragen, ob ich da nicht noch eine Flasche von kriege. So, da hier. Bleib gesund, tschüss. Da hier. Turning point of forks stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test, honest boy. It's not a question but a lesson learned in time. There's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. So take the photographs that's different in your mind. Hang it on the shelf and good time, damn good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. There's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. But in the end it's right. I hope you have the time of your life. There's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your spielt Scheibenkleister. Oh, was? Das war doch kaum auffällig. Es schmeckt einfach lecker. So, wir sind wieder da und ich habe tolle Neuigkeiten. Es gibt schöne 1A-Bilder mit Jogginghosen. Jawoll. Sehr gut, sehr gut. Daumen hoch. Ja. Gemütlichkeit mehr davon. Maximum. Und eigentlich hätten wir jetzt gerne noch die Regina hier angekündigt, die nochmal Wenn der Wein blitzt im besten oder Omosella. Oder Omosella. Ja. Aber aufgrund der Corona-Bestimmungen können wir das jetzt leider nicht machen. Schade. Hier wird noch gefragt, was ist Marc vom Spätburgunder? Marc vom Spätburgunder ist ein Trester, also ein Grapper, der vom Spätburgunder gebrannt ist. Und ist für einen Grappa eine relativ weiche Angelegenheit, schmeckt schön lecker, so als schöner Verdauungsschluck wunderbar zu gebrauchen, als Schorle eher schlecht zu gebrauchen, muss man echt sagen. Ja. Ja. Und ich hatte ja bei Seatings auch nochmal hier so parallel, ich fand den heutigen Abend ... bei euch abgefragt. Gar 70 Mal toll, top, 120, sehr lustig, unterhaltsam und interessant, Entertainment mit Musik, große Klasse, sagt ihr hier, also super klasse, auf ein nächstes Mal wird hier schon angeschlossen, sehr schöner, entspannter Abend und beide Kinder schlafen heute, liebe Grüße aus Bad Hersfeld, sehr gut. hier werden Trophäen versandt und mega fandet ihr den Abend. Also das sind super, ist Balsam für unsere Seele. Schön, dass es euch so gut gefallen hat. Wir hatten auch Spaß. Unvergesslich wird hier sogar gesagt. Boah, mega. Bantastic!
Fantastic, jawohl, fantastic, jawohl. Erlösend. Benedikt, läuft für dich, ne? Ja. Schon ja, ich habe auch, noch einen Kommentar reingeschrieben. Die ersten Neologismen werden mal hier schon mit Benedikt angefertigt. Was reingeschrieben? Ich frage mich immer, wann das kommt, müsste aber auch gleich kommen. Auf jeden Fall hattet ihr eine schöne Zeit. We had the time of our life. Perfect. Kerstin, oh ja. Liebe Grüße an die Family Bricks. Timo, können wir auch nochmal spielen. Profitabel und gut. Ja, neues Handy läuft. Profitabel hat bestimmt Benne selber. Warum soll ich ein neues Handy kaufen? Ich habe mir erst ein A40 geholt, weil mein anderes kaputt gegangen ist. Ja, Heidelberg hat auch nochmal gerade reingesetzt, die WG. Ja, also Sebastian, Glückwunsch zum neuen Fahrrad, habe ich bei Facebook gesehen. Mhm. Und gut, wir haben heute eine halbe Stunde länger gebraucht, hatten aber auch zwei Weine mehr. Also ich hoffe, ihr wärt zufrieden gewesen mit unserer Performance. Beim letzten Mal habt ihr ja so ein bisschen auf Tempo gedrückt, dein Heidelberg. Ja. So, hier kommt noch eine Nachricht aus Düsseldorf. Düsseldorf? Ja, mal. Gucken wir mal. Was machst du? So, hier ein Foto aus Düsseldorf. Oh, mit Sektkühler. Sehr schön. Salami auf dem Teller, Oliven, Brot, Kerze. Ja, sieht nach einem schönen Abend aus. Wunderbar. So muss das sein. Ja, cool. Ich probiere jetzt mal noch einen coolen Abschlusssong in unser Programm da reinzukriegen. Und dann werden wir langsam durch. Oder habt ihr noch schöne Kommentare, die jetzt unbedingt noch genannt werden müssen? Ah ja. Benne, ja, erzähl, Sekunde. Was haben wir noch? Warum ist eigentlich mein Glas leer? Ach ja, guck mal hier. Nee, damit bin ich das letzte Mal versagt. Ich hab. Das ist mein Glas? Benne, erzähl. Ah, was? Wo musst du hin? Nein, ich muss gar nicht wohin. Ich kann ja erstmal noch ein bisschen sitzen bleiben. Oder hat die Mama schon geschrieben? Nee. Benne, komm hoch! Nee, eigentlich nur, dass es auf jeden Fall, dass es nochmal. Benne, komm nochmal schneiden! Das wissen. Bravo! Alter Mama, wenn du das siehst. Die Nüsse waren lecker. Ja. ja, dass wir es nochmal machen sollen. Und jedenfalls, dass. Sekunde. Klassische Musik und Frühstück nächstes Mal. Also, wir machen durch beim nächsten Mal mit Frühstück, oder wie? Jetzt schreibt mein Vater, wie du musst ins Bett. Natürlich. Okay, Benne muss nach Hause. Wir müssen den Livestream leider beenden. Nächstes Mal fangen wir um 15 Uhr nachmittags an. Ja. Das glaubst du. Cool. Ey, soll ich mal versuchen, hier noch ein schönes Abschlusslied hinzukriegen? Oh Gott. Ja, der Wein ist versuch mal ein Abschlusslied hinzukriegen. Ich bin gerade jetzt muss gerade 2 Stunden Unterhaltung in unserem Familienchat aufholen, wo über meine blonde Haarfrisur philosophiert wird. Mhm. Zur goldenen Hochzeit von meiner Oma. Natürlich gibt es da Fotos, Andi. Komm im Nachhinein. Aber schön, dass ihr in Köln auch wieder dabei wart. Also sehr, sehr gut. Sehr kurzweilig, was? Sehr kurzweilig war der Abend, ja. Super. Dann sagen wir Tschüss. Ja. Cool. Also, ich schmeiß dann gleich noch ein Video an. Nochmal Steff und Timo zum Abschluss und mach's also gut. Wir bleiben alle zu Hause. Ja. Bleibt ihr es auch. Genau. Alle für Corona. Und deshalb. Ciao. Ciao. Ich war auch zuerst. Also, jetzt kommt noch ein schönes Lied von Radiohead. Viel Spaß! Wie wollen wir das machen?
like a feather and a beautiful weather. I wish I was special. You're so fucking special. I was special, but I'm a queen, I'm a widow. What am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Ich hab noch